whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. There's nobody else.
This kid is a new number one driver. Moin Moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch ja vielleicht nochmal einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wir sind jetzt bei ACC, eben waren wir bei R-Faktor. Heute sind wir wieder im normalen Programm sozusagen unterwegs. Und ihr seht hier Racing League Esports wieder, wie ja fast jeden Montag. Wobei, das ist jetzt der vorletzte Montag dieses Jahr. Nächsten Montag haben wir noch ein Rennen und dann ist sozusagen Weihnachts- oder Winterpause, je nachdem, wie ihr das ja nennen wollt. Geht dann am, lass mich gucken, 2. Januar, glaube ich, weiter. Schauen wir mal ganz kurz nach. Ja, 2. Januar, genau, in Japan. Jetzt haben wir heute Ulten Park auf dem Programm. Ihr habt es vielleicht im Hintergrund schon leicht erkannt hier. Qualifying beginnt bereits. Wir haben knapp 30 Autos hier auf der Strecke. Nächste Woche dann Misano und dann, wie gesagt, ein bisschen Pause. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal ins Qualifying rein. Schauen mal, wer dabei ist. So die Titelaspiranten, sage ich mal, sind auf jeden Fall dabei. Mittelfeld hat sich ein bisschen auch was getan an der Gesamtwertung, die wir uns nachher anschauen. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die Strecke. So. Kundelmonster und Bandit, moin moin. Herzlich willkommen wieder, herzlich willkommen wahrscheinlich. Ja, wir sehen hier noch keine gezeiteten Runden. Runden sind hier gerade erst alle auf der Outlap unterwegs, beziehungsweise auf der ersten gezeiteten sind hier, wie gesagt, im Ulten Park unterwegs. Wir sind genau genommen 28 Autos heute, Piloten und Pilotinnen tatsächlich. Daniela unter anderem auch wieder mit dabei. Ja, leider noch keine Punkte geholt, glaube ich. Ich glaube, vorletztes Rennen war sie knapp dabei, aber mit einer kleinen Strafe, 5 Sekunden Strafe, ist sie wieder aus den Punkten rausgerutscht hier. Ersten 15 bekommen, glaube ich, Punkte, wenn ich mich richtig erinnere. Bloß die schnellste Runde natürlich nochmal. Ja, jetzt gucken wir erstmal, was hier so die Zeiten sagen. 1:33, 2:60 von Daniel Müller hier. Mal gucken, was die hier wert ist. Ja, wir können mal wieder ein bisschen durchs Feld gehen, dann können wir uns auch mal hier angucken, wer denn gleich so führt. Mit der Nummer 1, das ist ja der Gesamtführende noch, muss man sagen, also der kriegt ordentlich Konkurrenz, nämlich von dem Herrn Nick Husfeld mit der Nummer 24, momentan auf der 22 hier gelistet, der ja sehr, sehr konstant aufholt, der gewinnt sehr, sehr viele Rennen, aber es sind halt immer nur so ein paar Pünktchen, die er aufholt, weil Hillegeist auch immer relativ weit vorne steht. Jetzt aktuell, ja, noch keine Zeit gesetzt, da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Robin Behnke haben wir dann hier im Audi mit der Nummer 2. Audi Club International e.V., ich glaube nicht, dass das der Teamname ist, jetzt in dem in der Veranstaltung hier. Momentan auf der 5 auf jeden Fall unterwegs. In der Gesamtwertung muss ich mal kurz schauen, auf der 13. Aber man muss sagen, auch erst seit 4 Rennen dabei. Also die ersten 6 ist er gar nicht mitgefahren. War noch nicht da. Konnte er ja nichts an Punkten holen. Dann gehen wir mal zum nächsten Nummer. Das ist die Nummer 11 auf der 11. 1,5 Sekunden Rückstand. Max Ohlinger haben wir hier im BMW. Mosquito Motorsport. Gerade ja auf einer deutlichen Verbesserung unterwegs. Gerade hier in der letzten Kurve dürfte das sein. Hier über den Hügel rüber. Einmal durchs Tal und dann wieder rauf auf die Start-Zielgerade hier. 0,7 Sekunden ungefähr. 0,6. Da halbiert er quasi seinen Abstand nach vorne. Auf die 7. Position geht es hier. 0,8 Sekunden sind es da momentan noch. Dann haben wir Chris Zoske hier auch im Audi Monkey Town Racing. Während Daniel Müller mit der 33 2:22 neue schnellste Runde gesetzt hat. Ja, Zoske jetzt noch nicht mit einer schnellen Runde. Jetzt aktuell gerade dabei. Geht hier gerade durch die Schikane. Auch immer sehr, sehr abenteuerlich hier. Allgemein die Strecke, ja, wie alle englischen Strecken, relativ eng, wenig Auslaufzonen. Der ein oder andere Körper ist auch relativ gemein. Direkt vor dem Audi sehen wir nämlich hier den Phil Bartel. Der kann uns gleich hier den gemeinen Körper mal zeigen. Einer von mehreren. Nämlich hier rechts rum und dann hier am Ausgang vor allem. Darfst nicht zu lange draufbleiben. Da hebelt nämlich das Auto aus und genau so kommt es nämlich hier. Da kam auch noch ein bisschen aufs Gras, der Lexus von Phil Bartel. Also, so sollte man das am besten nicht machen. Im Rennen jedenfalls. Jetzt ist nicht ganz so schlimm. Ja, gehen wir weiter hier mal zu Ben Utzer. Den haben wir hier für RLE Racing Ducks im McLaren unterwegs. Ja, hier im McLaren unterwegs auf dieser sehr, sehr holprigen Strecke. So, da ist der Porsche, den ich angesprochen habe. Wenn er fährt, gewinnt er fast immer. Holt sich auch gerne mal die schnellste Runde. Holt immer so ein paar Pünktchen auf Hillegeist auf. Der kann ihm vielleicht im Laufe der Saison nochmal gefährlich werden. Sind heute ja beim 11. Lauf.
10 haben wir schon hinter uns. 19 gibt es insgesamt. Also da sind noch so ein paar Rennen, wo man nochmal ein paar Pünktchen holen kann. Noch hat er ja einiges an Vorsprung. Schauen wir uns nachher nochmal an bei der Startausstellung. Gehen wir mal weiter zur Nummer 27. Auch schon mit einer Zeit. Platz 22 hier mit 1,5 Sekunden. Das ist Marcel Lang. Club Racing im BMW M4. Diese Runde leider ungültig im Moment. Ob Marcel ein Irrer ist, weiß ich jetzt nicht. Lukas Hunter auf jeden Fall auch dabei. Bei dem weiß ich auch nicht, ob er ein Irrer ist. Auf jeden Fall ist er gerade auf einer Verbesserung unterwegs. Und ja, 1,1 Sekunden. Damit geht es immer noch auf die 23. Schließt hier ans Feld an. CF Racing Team und Alexander Gründel mit einer 33.012. Also vielleicht sehen wir sogar die 32er heute. Schauen wir mal. Auch er hier immer ein Mann für die vorderen Plätze. Pierre Meyer, den haben wir hier mit der Nummer 35, der Drittplatzierte in der Gesamtwertung. Relativ sicher auf der 3 in der Gesamtwertung. Bisschen Abstand nach hinten, bisschen Abstand nach vorne. Auch immer solide unterwegs, wie gesagt, auch vorne. Nett, aber sehr eng. Absolut, Biermann. So, aus der Box Comment haben wir hier den Thomas Weinzettel. Ich glaube, der ist auch gar nicht so schlecht platziert. Ja, Platz 7. Hat zum letzten Rennen 2 Positionen allerdings verloren, weil er nicht mitgefahren ist auf Sandford letzte Woche. Also heute kann er wieder angreifen, mal wieder ein paar Pünktchen holen hier. Aber wir sehen, das Feld ist doch recht dicht zusammen. Also Platz 17 haben wir 1,3 Sekunden. Ja, da könnte was draus werden. Ja, ich mag die Strecke an sich auch. Sie ist anstrengend. Sie ist vor allem im Zweikampf schwierig. Aber vom Layout, vor allem hier hoch und dann diese Doppelrecht zum Beispiel in die Kuhle rein, in dieses kleine Tälchen rein hier. Da sehen wir es. Macht auch sehr, sehr viel Spaß. Auch da die letzten Kurven. Wir sehen auch hier immer so über Hügel rüber. Ja, hat man immer ganz gut zu tun auf jeden Fall. Und Stefan Krehling, der hat auch gut zu tun. Der ist auf der 16, arbeitet gerade daran, ein bisschen nach vorne zu kommen. Fährt jetzt aber in die Box rein. Wird sich nochmal frische Schlappen holen. Wir sind jetzt hier gerade ja, in der Mitte des Qualifyings. Ja, viele fahren ja so 10 Minuten, ein paar Runden und dann nochmal ein paar Runden jeweils mit frischen Schlappen. Schauen wir mal, wo es hingeht für den Porsche-Kollegen, wollte ich schon sagen. Ich fahre kein Porsche, aber der Porsche hier mit von Mosquito Motorsport. So, auf der 14 haben wir die Nummer 70. Das ist ein weiterer McLaren. Das ist Oliver Gehler. Mosquito Motorsport nochmal. Auf der 14, wie gesagt, leider mit einer ungültigen Runde im Moment. Auch er knabbert hier an der 1-Sekunde-Marke nach ganz vorne. Aber wir sehen hier die ersten 14, 15 ganz, ganz dicht zusammen. Nicht mal eine Zehntel zwischen den Autos. Und das auf einer Strecke, wo man eh nicht so gut überholen kann. Na, schauen wir mal, ob das was wird hier. Ob die alle hintereinander nur herfahren oder ob wir da ein paar Angriffe sehen werden. Ja, der war dann bei Chris Schneider hier gerade im Bild. Der fährt gerade in die Boxengasse rein. Also auch der wird jetzt leider mal rausfahren, denke ich. Schneider Racing, die 91. Da können wir spaßeshalber auch mal gucken. Der ist, da bin ich verwechseln. Dann machen Michael Schneider. Wo ist der denn? Ach, jetzt finde ich den nicht. Ach doch, da oben. Hä, muss man nach oben gucken. Auf der 5. Position. Also auch immer gut dabei. Ja, 3 Rennen, wo er nicht gepunktet hat, sonst immer in den Punkten unterwegs. Letztes Mal Sandford auch 20 Stück davon geholt. Ja, und jetzt geht es hier schon wieder raus. Mal gucken, was da geht. Dann haben wir Philipp Nowak, Go Fast Racing, der Teamkollege von Illegeist, der direkt gerade vor ihm auf der 5 ist, der hier ja, im BMW unterwegs ist, wie gesagt, sein Teamkollege auch. Mit der 99. Diese Runde war noch nichts, aber nächste Runde könnte vielleicht was werden. Schauen wir mal, hier erste Kurve auch schon sehr, sehr spannend. Nicht zu weit rauskommen, da ist zwar sehr viel Auslaufzone, wie wir sehen, aber da holt man sich mal eine Verwarnung. Und das willst du natürlich nicht, auch wenn die Boxengasse hier auch nicht super lang ist. Das ist das Gute. Aber trotzdem kostet Zeit, bei so einem engen Feld sowieso. Ja, wobei wir zwischen 5 und 6 gerade 4 Zehntel fast haben. Da ist ein kleiner Gap. André Kaufmann, den haben wir im Aston Martin, der erste Aston Martin heute im Bild für RLE Racing Ducks mit der 123. Auch schon eine Zeit gesetzt, momentan auf der letzten Position unterwegs. Halbe Sekunde, das fehlt ihm da noch nach ganz vorne. Diese Runde wird es auch nichts, wie wir sehen. Leider auch gerade keine gültige Runde. Ja, von hinten können wir wieder nach vorne. Mit 2 Zehntel Rückstand haben wir hier den Daniel Müller im Porsche für Monkeytown Racing, die 169. Daniel Müller hier auf der 4. In der Gesamtwertung auf der 8. Position. Letztes Rennen leider auch nicht mitgefahren. Insgesamt 4 Rennen ohne Punkte. Sonst aber fast immer zweistellig gepunktet hier. Ja, dementsprechend auch ein bisschen 2 Plätze verloren zum letzten Rennen. Dadurch, dass er, ja, nichts einfahren konnte. Benedikt Ahle schauen wir dann als nächstes. AKW bei Orange One Racing. Die 179 im BMW. Ja, BMW, der schluckt hier die Bodenwellen wahrscheinlich noch am besten mit. Auf der 9. Position. Auch da fehlt nicht super viel. Bis Platz 7 jedenfalls.
Position 6 und 5 sind da schon wieder ein Stückchen weiter weg. Bin mal gespannt, was wir da im Rennen erleben werden vorne. Hatten ja doch hier und da gerne mal schöne Zweikämpfe im vorderen Bereich des Feldes. Dann gehen wir zu Markus Pielberg. Monkey Town Racing nochmal, die 202. Momentan auf der 11. Position. Da gerade hinterm Teamkollegen, der Porsche da. Mit der, habe ich jetzt die Nummer gerade nicht gesehen. Egal. Ja, auf jeden Fall dahinter jetzt hier auf der 11, auf der Outlap. Philipp Witzmann, den haben wir mit der 390. Neunter in der Gesamtwertung. Ja, da lief es mal so, mal so. Mal Punkte geholt, mal auch nicht. Gucken wir mal, was heute so geht. Witzmann hier auf jeden Fall momentan auf der 12. Position. Moin, Mike. Weiß ich gar nicht, nicht unbedingt. Müssen wir gleich mal schauen. Jetzt hier im Bild gerade auf jeden Fall. Aber die haben ja hier Autos am Anfang der Saison gewählt. Also das wurde ja nicht gewechselt. Das muss ja jeder durchfahren mit dem Auto. Hier haben wir den Herrn Fischer. Club Racing mit der 404. Momentan auf einer ungültigen. Auch da wieder zu weit raus. Das ist wieder dieser relativ aggressive Curb. Aber dann hat er dann noch kontrollieren können, den Porsche. Momentan auf der 22. 1,5 Sekunden hinter der Pole Position. Also hier fast das Feld innerhalb von 1,5 Sekunden. Lukas Finke, den haben wir als nächstes noch hier mit der 420 Monkey Town Racing. Das war wahrscheinlich der Teamkollege gerade auf der 15. Position unterwegs. Jetzt hier auf die nächste Runde. Ja, 7,5 Minuten hat er ja noch. Ist noch ein bisschen Zeit. Wetter sieht ja auch ganz gut aus. In den 20er die Temperaturen bewölkt. Keine Sonne, die hier blendet. Wir fahren hier ja 17 Uhr abends gerade. Dann haben wir Peter Meyer. Nicht zu verwechseln mit Pierre Meyer. Er hier auf der 10 unterwegs mit einem Honda. Ich glaube auch den ersten, den wir heute sehen. Also mal schauen, was da heute so geht. Guck mal kurz in der Gesamtwertung. War, glaube ich, eher hinten. Muss mal kurz schauen. Ah, ist erst seit zwei Rennen dabei. Kein Wunder, auf der 36 insgesamt. Vorletztes Rennen, 0 Punkte geholt. Letztes Rennen nicht mitgefahren. Also gut, da war noch nicht so viel zu holen. Mal gucken, vielleicht ja nächste Saison dann. Ja, ohne Punkte auch noch Dani Daniela Apollo Motorsport. 596. Einzige Dame heute im Feld hier. Noch auf der 26, wie gesagt, mit 2,2 Sekunden Rückstand. Mal sehen, ob hier nochmal ein bisschen was geht. Soske direkt davor auf jeden Fall mit 0,7 im Delta. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Und da ist die 32er gefallen und das nicht zu knapp. 32,762 von Daniel Müller wieder. Weiß gar nicht, wo Daniel Müller in der Gesamtwertung stand. 8, ne? Ja, genau. Patrick Donzalas haben wir dann mit der 737. Wir steigern uns hier weiterhin in den Startnummern. Go Fast Racing. Auch hier ein Teamkollege von Hillegeist und Noack auf der 21 mit 1,6 Sekunden Rückstand hier auf die Spitze. Da fehlen auch nochmal 2 Zehntel zu den Top 20. Dann haben wir nochmal die Affenbande mit dem Honda von Michael Schneider, die 896. Er der 12-Platzierte der Gesamtwertung. Ja, letzten beiden Rennen nicht mitgefahren, doch vor allem in den letzten Rennen gut gepunktet. Die ersten 4 Rennen liefen nicht ganz so optimal, aber danach 4 Rennen doch zweistellig gepunktet. Und jetzt hier auf der 6. Position auch sehr, sehr gute Möglichkeiten, nochmal ein bisschen was aufzuholen. Vielleicht ein bisschen nach vorne zu rücken. Dann haben wir noch 2 Autos. Kurt Hassel fehlt uns unter anderem noch. Monkey Town Racing, der 911er Porsche praktischerweise hier mitten in der Mitte des Feldes mit 1,2 Sekunden Rückstand auf der 15. Kurt Hassel in der Gesamtwertung. Lass mich mal kurz gucken. Ach, da ist er auf der 19. Ja, bestes Ergebnis tatsächlich. Das erste Rennen in dieser Saison. Sonst tatsächlich ja einstellig gepunktet meistens. Wenn denn überhaupt, muss man leider sagen. Also mal gucken. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Vor allem in seinem Bereich, da auf der 19 in der Gesamtwertung, sind die Abstände noch sehr klein. So, Alexander Gründel, den haben wir hier auf der 3. Position, gerade auf einer absolut schnellsten Runde unterwegs. Also da vorne wird es nochmal richtig spannend hier in den letzten Minuten im Qualifying. Alexander Gründel mit der 999 unterwegs. Ich weiß gar nicht, in der Gesamtwertung habe ich ihn jetzt gar nicht gefunden. Kann auch sein, dass er aus Split 2 hochgerutscht ist oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher, weil in der Gesamtwertung sehe ich ihn nicht. Oder er ist das erste Mal dabei. Ja, auf jeden Fall sah gut dabei auf der Strecke. 0,3 Sekunden, das ist die neue schnellste Runde. 32,645. Also, schnell ist er auf jeden Fall mit dem Porsche. So, damit sind wir einmal durchs Feld gegangen. Damit können wir mal ganz kurz hier auf die Autos gucken. Und wir sehen, ja, es sind viele Porsche dabei, vor allem ganz vorne. Aber auch BMWs haben wir dabei, Lexus, AMG. Wie gesagt, das haben die ja alle am Anfang der Saison vor 2, 3 Monaten, glaube ich, war das. August, September sowas. Ich glaube, Anfang September ausgewählt. Und fahren damit ja entsprechend die ganze Season.
Ja, Aston haben wir auch dabei. Aber ist doch halbwegs gemischt, würde ich mal sagen. McLaren haben wir ja auch noch dabei. Ja, Lambo fehlt uns halt heute noch. Aber gut. Es ist, wie es ist. Guck mal wieder hier auf die Deltas. Jetzt haben wir noch 4 Minuten. Schauen noch mal, wer ist jetzt hier auf Verbesserung unterwegs. Michael Schneider vielleicht. Da gehen wir mal rauf. Hier der Honda auf der 8. Position. 1/10. Wird ihm noch nicht so viel bringen. Da müssen schon mal 2/13 her. So, anbremsen hier bei diesem Poller. Ja, über den ersten Curb kann man tatsächlich relativ viel rüberfahren, obwohl der sehr hoch ist. Aber das hebelt das Auto selten aus. Jeder Fahrzeug natürlich auch ein bisschen. Aber da kann man dann schön den Schwung mitnehmen durch diese Schikane. Hier kommt gleich die nächste Schikane. Mal gucken, stehen die Reifenstapel noch? Nein, im Rennen werden sie auch nicht mehr stehen, bin ich mir ziemlich sicher. Rechts sehen wir auch noch das Styropor. Da wurde also auch schon mal gerade ausgefahren. Auch er fährt hier komplett über den Curb rüber. Auch ein bisschen Glück, dass er da nicht ausgehebelt wurde. Wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Katz holt man sich hier und da doch mal. So, jetzt geht es hier durch diese Doppel-Rechtskurve über den Hügel. Und da links steht, glaube ich, Pielberg dürfte das sein. Oder Hassel oder Fischer. Alle gelb gerade angezeigt hier. Und dann diese wunderschöne letzte Kurve über den Hügel rüber. Ja, da noch ein bisschen zu viel Körb mitgenommen. Auch inzwischen schon eine ungültige Runde leider. Damit diese Runde keine Verbesserung. 2 Runden hat er auf jeden Fall Zeit. Wir gehen zu Peter Meyer. Siehst du, geht schon los. Peter Meyer hier auf der 10. Pierre Meyer auf der 4. Ja, mit einem roten Delta leider. Aber Peter Meyer hier im Honda ebenfalls. Ja, er hat leider ein bisschen was verloren da in der Kurve. Sonst hätte er doch mal 2/10 rausholen können. Ist hier gerade zeitgleich mit Michael Schneider auf der 9. Aber da muss er wirklich nur 1 Zentimeter weiter vorne sein. Dann ist er schon mal wieder auf der 9. Position. Aber viel weiter nach vorne wird es noch nicht gehen. Auch er hat noch 2 Runden Zeit. 2 Minuten sind hier noch auf der Uhr. Daniela auf der 26 findet hier auch nochmal 1/10. Oza und Kaufmann hat sie auf jeden Fall hinter sich lassen können. Hier einer der wenigen Aston Martins auf der Strecke. Ja, mal sehen, ob es heute in die Punkte geht. Die ersten 15 bekommen Punkte, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Also da ist noch ein relativ weiter Weg nach vorne. Sandford letzte Woche, da war nicht so viel los. Da hatte man sehr, sehr gute Chancen. Ich glaube, da sind wir mit 20 Autos gefahren. Und Rindy, danke für deinen Follow übrigens. Ja, sind wir mit 20 Autos gefahren. Das heißt, 5 Autos sind leer ausgegangen. 2, 3 sind ausgefallen. Von daher hatte man eine sehr, sehr gute Chance, mal ein bisschen was zu holen. Aber Sandford natürlich im Renntrim auch keine sonderlich einfache Strecke zum Überholen. Aber hier auch nicht wirklich. Ja, Daniela haben eben gesehen, hier in der Schikane, während wir hier schön über die Strecke gucken können übrigens. Bisschen Rabiator über den Curb, damit die Runde vorbei. Ein Schuss hat sie auf jeden Fall noch. 1 Minute sollte reichen, um nochmal zur Ziellinie zu kommen. Iron Hero, auch danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Und deswegen gehen wir mal zu Kaufmann rüber, dem Aston Martin Kollegen, zumindest was die Marke angeht. Teamkollege jetzt, glaube ich, eher weniger. Ja, das ist ja schon recht groß hier. 3,2 nach vorne, 6/10 zur nächsten Position. Also mal gucken, ob da keine richtige Runde dabei war oder hier vielleicht, ja, das Auto nicht so gut funktioniert mit dem Setup, die Praxis vielleicht nicht da ist. Gibt ja hier Leute, die sehr, sehr erfahren sind. Gibt ja auch sicher Leute, die noch nicht so viel fahren. Wobei, bei den Abständen würde ich sagen, doch eher erfahrener Leute. Wir haben ja noch einen zweiten Split. Die fahren dann wahrscheinlich eher da. Der wird auch übertragen natürlich. Guck mal, ob ich den Link noch finde kurz. Natürlich wieder nicht verlinkt. Hier. Auf YouTube allerdings. Also Split 2, wenn ihr den euch anschauen wollt, das ist der Link dazu. Hier sehen wir Split 1, also die tendenziell etwas schnelleren Fahrer. So, Kaufmann leider auch mit der ungültigen inzwischen. Pierre Meyer aber vorne nochmal mit 1/10. Und das kann nochmal vielleicht entscheidend werden. Ja, müssen wir schon 1,5 Zehntel, 2 Zehntel werden, um Daniel Müller, der bereits fertig mit dem Qualifying ist, zu verdrängen. Auch Alexander Gründel vorne, der ist schon bereits in der Box. Also Pierre Meyer kann jetzt hier vielleicht einmal noch angreifen. Mal gucken, ist hier gerade in Mitte der Runde. Mal sehen, wie er die Kurve bekommt. Wir sehen es hier schön rübergefahren über den Curb und dann hier gerade raus beschleunigen. Schön den Schwung hier über den Hügel mitnehmen. Und dann, ja, optimalerweise was rausholen. Aber wir sehen, das Delta bewegt sich nicht wirklich. 0,0 Sekunden im Moment. Aber wer weiß, vielleicht hat er noch irgendwo eine Kurve gehabt, wo er was liegen lassen hat. Ja, hier zum Beispiel 0,1 Sekunde. Also wieder ein bisschen verloren. Naja, dürfte zweite Startreihe relativ sicher sein. Husfeld nur auf der 5 im Moment. Der eigentlich immer sehr, sehr gut unterwegs ist. Also hier eine halbe Sekunde hinterher im Moment. Das dürfte Hillegeist gefallen, der ist nämlich direkt davor.
Wie gesagt, wir gucken uns die Gesamtwertung an. Da werden wir nämlich sehen, dass Hussfeld den Hillegeist jagt. So, jetzt warten wir nochmal. Wer ist da? Ah, Benutzer, auf den warten wir noch. Und Soska auf der 18 auch nochmal mit einem leichten Delta. Sind also nicht mehr viele Autos hier unterwegs. Countdown ja auch schon fast abgelaufen hier, die 40 Sekunden. Oh, und ein bisschen Staubentwicklung. Aber Unser kann nochmal 2 Zehntel rausholen. Bringt ihm leider nicht viel. Er wird hier auf der 26 bleiben. War auch der Letzte, der hier auf einer Runde unterwegs war. Und damit geht es hier gleich in die Startausstellung rein, wo wir dann gleich einmal durchgehen werden. Da ist es schon. Wunderbar. So, schön ist, wir haben noch ordentlich Zeit hier. 7,5 Minuten. Das heißt, erstmal alles hier einstellen. Einmal in die Box müssen wir natürlich auch einmal... Eine Stunde fahren wir heute. Naja, wir fahren ja auch manchmal 90 Minuten. Weiß gar nicht, wie viel das Rennen mal. Jedes vierte oder sowas. Bin mir gar nicht ganz sicher. Oh, ich habe gelogen. Wir haben noch 2 Rennen dieses Jahr. Ich habe hier nicht runtergescrollt. Am 12. Dezember ist das letzte Rennen für dieses Jahr. Nee, habe ich nicht gelogen. Quatsch, nein, ist richtig. Ist das letzte. Das ist aber 90 Minuten. Jetzt haben wir es. Also heute und dann am 12. Dezember nächste Woche haben wir 90 Minuten Misano. So, jetzt gucken wir erstmal auf die Gesamtwertung, würde ich sagen. Werden wir mal hier mal ein schickeres Bild einblenden. Das sieht nämlich so aus, wie nach 10 Rennen. Also wir gehen jetzt in die zweite Hälfte der Saison rein. Hillegeist hier, offensichtlich mit einem komfortablen Vorsprung. Aber Hussfeld, der ist doch ganz, ganz oft ganz vorne oder vor Hillegeist zumindest. Das heißt, er hat ihn in letzter Zeit doch ordentlich abgeknöpft an Punkten. Immer so ein paar Pünktchen jedenfalls, 4, 5, 6, je nachdem. Also, wie gesagt, im Laufe der Saison kann es nochmal spannend werden. Wenn Hillegeist mal ein Rennen ganz schlecht abschneidet, dann kann es mal ganz schnell wieder eng werden. Ja, beide jetzt hier auf der 4 und 5 in umgekehrter Reihenfolge. Nein, Quatsch, in der gleichen Reihenfolge unterwegs gleich am Start. Pierre Meyer, wie gesagt, relativ sicher auf der 3 da, so 30 Punkte grob immer Vorsprung und Rückstand. Der startet hier auch von der 3. Also wenn er da vor den beiden bleiben könnte, könnte er sogar auf die beiden wiederum was aufholen. Ja, der Kaiser fährt, glaube ich, heute wieder nicht mit. Ich glaube, schon seit 2 Rennen nicht mehr dabei. Das heißt, der Schneider auf der 5, der hier auf der... Wo ist er? 6 ist der andere... Ich habe noch gesehen. Ah, auf der 19 ist. Der kann da vielleicht mal gefährlich werden demnächst. Ja, dann haben wir die ganzen Mittelfeld-Leute. Wie gesagt, hier und da ist es noch sehr, sehr eng. Wir haben insgesamt 29 Piloten, die schon Punkte geholt haben. Lux, Dani, Daniela auf der 30 heute dabei. Ja, sehr, sehr weit weg von den Punkten aktuell. Aber wer weiß, was hier passiert. 1, 2 Unfälle und man kann schon mal ein paar Positionen gewinnen. Also vielleicht gibt es ja noch heute Punkte. Schauen wir mal. Aber so ist der Stand der Dinge hier in der Racing League eSports. Also vorne, vielleicht spannend. Mal gucken, Mittelfeld auf jeden Fall. Tut sich immer einiges. Ganz hinten, ja, wenig, sag ich mal. So, da ist er ja, der Pierre. Der hier auf der 3. Position ist. Ja, gut, sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mal durch die Autos durch. Haben ja so ein paar heute am Start. Also auf der 1 haben wir Alexander Gründel. Hier im Porsche mit der 909 Monkey Town Racing. Haben wir viele Autos dabei, die Monkey Town Racing Crew. Hier sehen wir den nächsten, im Hintergrund sehen wir noch die nächsten ganzen Porsche. das ist nämlich Daniel Müller hier auf der 2. Position. Hat gleich die Außenseite für Kurve 1. So, da ist er, Pierre, der Pierre Meyer mit der 35 im Audi. Startet dann gleich von der Innenseite. Daneben der Führende der Gesamtwertung, Ricardo Hillegeist. Position 4, der bestplatzierte BMW hier auf der 4. In der 3. Startreihe haben wir dann Nick Hussfeld, wie gesagt der erste Verfolger sozusagen, Monkey Town Racing, erkennen wir sehr, sehr schön, ein Porsche in Schwarz und ja, Gold würde ich mal behaupten ist das. Dann haben wir allerdings einen blauen Honda, die 896 von der Affenbande, das mit 2 fahren glaube ich noch ein paar mehr von dem Team, hier glaube ich nur einer, Moment zumindest hier auf der Strecke, nämlich der Michael Schneider auf der 6. Auf der 7, da haben wir den Stefan Kräling. Im Porsche unterwegs für Mosquito Motorsport mit der 68. Dann haben wir den nächsten BMW mit der 99, Go Fast Racing, Position 8. Ja, der zweitbestplatzierte BMW, also hier auch der Teamkollege, wie gesagt, von Hillegeist auf der 4. Markus Pielberg, der nächste Monkey Town Racing Porsche, dahinter sehen wir direkt den nächsten. Er hier auf der 9. Dazwischen haben wir aber noch den Peter Meyer im Honda, die 580 für Meyer unterwegs. Sehr passend. Lukas Winke, dann der nächste Porsche, die 420 auf der 11. Position. Max Ohlinger, den haben wir wieder im BMW M4, Mosquito Motorsport mit der Nummer 11.
Ja, eine Position weiter nach vorne, hätte es gepasst. Hier startet er von der 12. Vielleicht geht es ja in die Top 10 heute rein. Dann haben wir den ersten AMG. Thomas Weinzettel ist das hier mit der 62. Ratisbona Racing Club. Nee, doch, ne? Ratisbona, so klein geschrieben hier. Auf der 13. Auch noch in den Punkten im Moment. Genauso wie Benedikt Alisch. Hier der AKW BMW mit der 179, Position 14. Und ein Punkt im Moment hätte noch der Corbin Behnke. Also mal schauen, ist hier so on the edge quasi, um sich Punkte zu holen. Hat ein Porsche hinter sich, ein BMW vor sich. Da haben wir nochmal Monkey Town Racing. Weiß nicht, das sechste Auto oder so jetzt schon. Die ganzen Porsche jedenfalls. Müsste das fünfte dann sein. Auf der 16 der Kurt Hassel, Chris Hoske haben wir auch nochmal, aber nicht im Porsche, aber auch vom Team hier auf der 17 im Audi mit der Nummer 13. Philipp Witzmann, der startet von der 18. Nochmal AKW hier, BMW, genau. Chris Schneider haben wir auch im BMW direkt dahinter mit der Nummer 91. Umgekehrt, Platz 19 im Moment. Ja, aus Rennen bin ich auch gespannt, bin immer gespannt. Oliver Gehler, den haben wir McLaren mal zur Abwechslung. Einer von zwei, wie es aussieht, mit der Nummer 70, Mosquito Motorsport. Ich glaube, Mosquito ist immer so in Rot gehalten. Dann haben wir den Lexus, den wir eben leider haben abfliegen sehen von Phil Bartel. Drücken wir den Daumen, dass das nur im Qualifying so war und nicht jetzt hier im Rennen. Der einzige Lexus, ja, viele lange Geraden haben wir jetzt nicht wirklich. Also die Stärke kann der Lexus heute nicht unbedingt ausspielen. Vielleicht dann, ja, auf Misano nächste Woche dann. Ist ja doch einiges an Vollgaspassagen dabei. Patrick Donzalas haben wir auf der 22, der erste Aston Martin, der erste von, ja, drei. Das ist hier 737, Go Fast Racing. Die Teamkollegen ein bisschen weiter vorne platziert. Ann Fischer haben wir im Porsche auf der 23, Club Racing, die 404. Dahinter direkt sehen wir noch den Teamkollegen, der Marcel Lang ist das nämlich. Aber dazwischen haben wir noch Lukas Hunter, CF Racing Team mit der 33. Hier nochmal ein Audi auf der 24. Moin Dani, viel Erfolg. Dann haben wir Marcel Lang, wie gesagt, hier nochmal für Club Racing auf der 25. Ben Utzer hier auf der 26 nochmal mit dem McLaren, RLA Racing Ducts. Also, und ich glaube auch dahinter direkt der Teamkollege. Und Dani hat hier gerade schon reingeschrieben in den Chat, da ist er auch im Aston Martin für Apollo Motorsport, die 596. Ja, kann jetzt erstmal gucken, was vor ihr passiert und dann vielleicht schon mal profitieren. Schauen wir mal. Auch hier natürlich der André Kaufmann, RLA Racing Ducts, wie gesagt, startet dann von hinten. Sofern natürlich hier keiner aus der Box startet. Mal schauen. Manchmal gibt es da ja so Kandidaten. Ja, er, wie gesagt, hier auf der 28. Fast alle da, die sich auch, glaube ich, angemeldet haben. Und damit, ja, gehen wir relativ pünktlich in die Einführungsrunde. Die Zeit können wir doch immer ganz gut nutzen hier, um einmal durchzugehen. Race Car Painter, moin moin. Brauchst du Liveries? So, Eistee ist auch schon alle. Aber ich habe noch Wasser. So, soll da eigentlich so langsam losgehen hier? Ah ja, siehst du. Also, Alexander Gründel, der führt das Feld jetzt hier in die Einführungsrunde. Ah, schönes Bild da hinten, das ganze Feld. Ja, noch alles entspannt hier, noch keine Kollisionsabfrage. Aber sobald es green, green, green wird, da wird es dann ernst. Bin mal gespannt, die erste Kurve, da wird es eng. Vor allem, ja, zwei, drei Leute nebeneinander. Wenn da einer mal zu weit rauskommt, da am Exit, verliert man gerne mal das Auto. Und wenn er dann zurück auf die Strecke holpert, ja, dann wird es, ja, lustig, wollte ich fast sagen. Eigentlich nicht wirklich lustig. Da wird es sehr, sehr spannend, sage ich mal. Ah ja, okay. So, die beiden Teamkollegen hier. Viele, viele Monkey Town Racing. Autos haben wir ja hier auf der Strecke. Gerade mal so halbwegs nebeneinander. Ja, mal gucken, die werden sich jetzt nicht unbedingt da in die Karre fahren wollen, denke ich. Gibt ja auch noch eine Teamwertung. Die habe ich irgendwie aber nie vorbereitet tatsächlich. Kann ich aber mal kurz hier so auf dem zweiten Bildschirm nachschauen. Wenn es denn lädt. So, Monkey Town Racing. Ja, haben wir hier auf der zweiten Position in der Gesamtwertung. Vorne haben wir SKS Racing. Noch, muss man sagen, sind nur 14 Punkte. Go Fast Racing auf der dritten Position. Auch nur 8 Punkte dahinter. Und ja, gucken wir mal, was da so geht. Was Monkey Town so rausholen kann. Haben ja einige Eisen im Feuer, würde ich mal jetzt so besagen. So, gehen schon mal in die Heli, würde ich
behaupten. Ja, noch geht's hier nicht in Formation, auch wenn die hier nebeneinander fahren. Da wird ein bisschen Reifen warm gefahren. Ist ein Tick wärmer geworden zum Qualifying. 28 Grad Strecke, bisschen aufgelockert hier. Wir sehen es nicht mehr ganz so schattig. Also ein bisschen Schatten, oder das Schatten sehen wir hier von den Autos, leicht bewölkt. Ja, aber Regen, behaupte ich jetzt mal, sehen wir nicht. Wäre aber ganz schön, letzten 15 Minuten vielleicht. Momentan sieht es ja nicht danach aus, die nächste halbe Stunde. Also denke ich mal, werden hier auch alle halbwegs zur Hälfte des Rennens reinkommen. Zum Boxenstopp. Ja, einmal muss man rein. Haben wir auch schon alles hier eingestellt. Jawohl. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Nicht, dass wir hier noch irgendwelche, ja, großen Vorfälle sehen. Mal schauen. Wir hoffen es immer. Es geht nicht immer in Erfüllung, muss man leider sagen. So, aus der Box startet auf jeden Fall keiner. Das können wir auch auf jeden Fall schon mal feststellen. Das ist auch schon mal ein erster Pluspunkt. So, jetzt sind wir gleich durch die Einführungsrunde. Ist ja nicht ganz so lang die Strecke. 1,5 Minuten. Gibt auch kürzere, gibt auch deutlich längere Strecken. Aber ja, viele, viele Kurven, viele Schikanen vor allem. So, jetzt sehen wir auch die Zweierformation. So, mal gucken nicht, dass ich die Autos jetzt hier verwechsel. Müller müsste der ja auf der rechten Seite sein, Gründel auf der linken. Und dann gucken wir mal. Da hinten haben wir ein Audi, BMW, Porsche und nochmal ein Honda. Also Porsche, BMW, Honda da vorne sehr gut vertreten. Und der eine Audi, der nächste erst auf der 15 wieder. Also, 11. Rennen, Racing League eSports. Wir gehen in die zweite Saisonhälfte rein. Die beiden Monkey Town Racing Porsche kommen da erstmal natürlich ganz gut weg. Mal sehen, ob Daniel Müller sich vorbeidrücken kann an Gründel. Noch gehen sie zu zweit hier durch die erste Kurve. Noch sind sie nicht ganz einig, auch in der zweiten Startreihe nicht. Na, jetzt lässt er den Gründel, glaube ich, ein bisschen vor. Ist da etwas langsam, der Müller auf der zweiten Position? Vertut sich da etwas? Und Hellegeist könnte auf der Innenseite der weiße BMW vorbeigehen. Das tut er auch. Wir gucken mal kurz ins Mittelfeld hinten. Hoffentlich ist alles gut gegangen. Ja, das sieht ganz gut aus, wenn wir hier einmal so durchskippen. Das scheint erstmal ohne Vorfall vonstatten gegangen zu sein. Kleine Berührung sicherlich, aber keine großen Massenkarambolagen. Ja, und GoFast Racing bzw. Ricardo Hillegeist hat sich jetzt hier zwischen die beiden Monkey Town Porsche gesetzt. Und hinten hat es jetzt doch ordentlich gekracht anscheinend. Oh Mann, hoffentlich kriege ich das jetzt hier eingefangen. Oh ja, hier stehen noch einige Fahrzeuge. Gehen wir mal 20 Sekunden zurück. Wir sind mal auf Thomas Weinzettel drauf. Das ist diese schnelle Linkskurve. Ja, sehen wir nicht ganz so viel. Da oben geht einer weit und dann rutscht hier der AMG, glaube ich, weg. Und dann kann man nicht ganz ausweichen. Und dann, ja, seht ihr hier selber, Kettenreaktion. Die beiden BMWs, die Teamkollegen, da die orangen, schwarzen BMWs, haben sich auch noch gegenseitig rausgekegelt da. Ja, da hat es jetzt eine gute Handvoll erwischt. Da muss sich jetzt jeder irgendwie, ja, mal wieder auf die Strecke begeben. Ja, Weinzettel teleportiert sich jetzt wahrscheinlich. Wie es aussieht, ja, schade. Für ihn ist das Rennen leider vorbei. Wie es aussieht, der darf nicht mehr rausfahren. Ja, die anderen müssen jetzt sich irgendwie in die Box reinschleppen und dann, ja, schon den Boxenstopp absolvieren. Da lohnt es sich ja gar nicht mal, Reifen zu wechseln. Werden also gegen Ende sehr, sehr alte Schlappen haben. Ja, aber vorne, wie gesagt, der BMW zwischen, ja, ganz, ganz vielen Monkey Town Porsche. Oh, er kommt jetzt auch rein, interessant. Hat er eine Strafe? Ich schau mal kurz was nach. Oh, Hillegeist hat eine DT und Fischer auf der 17 eine 10-Sekunden-Strafe. Das dürfte aber irgendwie aus dem Qualifying sein oder aus dem letzten Rennen irgendeine Strafe. Das ist nicht vom Im-Game. Ja, schade, Hillegeist hat eine Position gewonnen, aber jetzt auf die, ja, fast letzte Position, nicht ganz. Auf die 22 geht es jetzt hier. Da geht der Aston Martin von Kaufmann vielleicht auch nochmal vorbei. Der war, glaube ich, von ganz hinten. Ne, Pielberg ist das. Nee, hä? Kaufmann, doch, Kaufmann, der war ja, glaube ich, von ganz hinten gestartet. Ja, auf der 28, jetzt auf der 22. Also der natürlich da auch profitieren können von diesen Vorfällen. Weinzettel in der Box. Ja, und Dani Daniela hier auch schon 6 Positionen gewonnen nach einer Runde. Also die Punkte rücken doch so ein bisschen näher. Da fehlen noch 6 Positionen. Dann geht's hier in die Punkte rein. Ja, also wir sehen es hier, Alisch Witzmann hat es auch erwischt. Auf der 26, 27 in die Box reingefahren. Die dann mit schön ausgelutschten Schlappen am Ende fahren werden. Moin Pete, schön, dass du vorbeischaust. Kommst ja ganz pünktlich hier, erste, zweite Runde gleich vorbei hier. Ja, und wir sehen hier, jetzt ist Pierre Meyer zwischen den ganzen Monkey Town Porsche eingefercht hier. Also Gründel wieder vorne, Müller auf der 2, Pierre Meyer auf der 3. Da hat sich also, ja, nicht so viel getan. Husfeld eine Position gewonnen auf der 4. Ja, und der kann jetzt richtig Punkte gut machen. Wie gesagt, Hillegeist ist der Erste, er der Zweite in der Gesamtwertung. Hillegeist jetzt auf der 23, also auch außerhalb der Punkte. Der muss sich da erstmal, ja, wieder nach vorne wursteln irgendwie.
Keine Ahnung, wie weit es nach vorne geht. Es ist nicht einfach, hier zu überholen. Heißt also, in der Gesamtwertung könnte der Abstand jetzt in diesem Rennen gegebenenfalls deutlich kleiner werden. Aber wir müssen erstmal abwarten. Hier 56 Minuten sind noch zu gehen. Pünktlich wie immer, ja. Und Pierre Meyer jetzt auch mit der schnellsten Runde hier. Der Audi, aber der wird gerade ganz gut angegriffen von Hussfeld. Der holt sich auch ganz gerne mal schnellste Runden. Wenn ich mal kurz nachschaue, der hat sich schon 5-mal eine schnellste Runde geholt diese Saison. Also auf eine Runde schnell, aber auch in der Rennpace sehr, sehr gut unterwegs. Wir gehen mal zu Max Ohlinger rüber. Da gibt es Lichthupe vom Porsche unten, der hier an Lukas Finke dranhängt. Ja, hier ist die Stelle, wo gerade dieser Unfall war. Wenn du da zu weit rauskommst, da kommt nur noch eine Wand. Da musst du irgendwie hoffen, dass das Auto zum Stehen kommt. Sonst ist ganz schnell vorbei. Ja, also den Unfall haben wir gesehen. Am Start selber hat es gut funktioniert. Aber da einer weggerutscht. Und klar, wenn das Feld so dicht zusammen ist, na, da erwischt es halt mal ein paar mehr Leute. So, Peter Meyer, den haben wir hier auf der 8. Da ging es auch 2 Positionen nach vorne. So, da oben BMW sehr langsam. Witzmann ist das, der in der Box war zum Reparieren. Der lässt das ganze Feld jetzt durch. Der wird hier überrundet. Ach, da war doch weiterfahren. Nee, Quatsch, der war normal in der Box. Sorry, der hat sich nicht teleportiert. Das war ja der AMG. Der darf ja nicht weiterfahren. Ist auch nicht mehr auf dem Server drauf. Also Witzmann war nur normal in der Box. Aber klar, der hat jetzt hier eine Runde Rückstand und muss jetzt hier mehr oder weniger alle vorbeilassen. Das Rennen scheint jetzt auch erstmal gelaufen zu sein. So, also vorne die beiden Porsche, Pierre Meyer auf der 3, Daniel Müller jetzt mit der 9 schnellsten Runde. Mal gucken, ob da noch gleich einer hinterherzieht. Das geht ja am Anfang doch immer ein bisschen hin und her damit. Aber erstmal hat er sie anscheinend sich schnappen können. Und mal sehen, was hier geht. Die beiden Porsche bleiben sehr dicht zusammen. Pierre Meyer muss sich da auch noch mit dem Teamkollegen abgeben. Don Salas verliert hier gerade gegen Hille Geist, der jetzt inzwischen schon wieder auf die 20. Position gegangen ist. Witzmann kommt schon wieder in die Box rein. Ah, hat aber, glaube ich, keine Strafe, nee. Weiß nicht, ob er vielleicht auch abstellt. Kann auch sein. Ja, Rennen oder so gelaufen auf jeden Fall. So, Daniela wurde hier auch gleich nochmal überholt. Hille Geist hat sich also gleich mal 2 Positionen geschnappt hier auf den paar Metern, die wir ihn gerade begleitet haben. Daniela jetzt hier auf der 20 unterwegs. 7 Positionsgewinne. Hast du schon mal die richtige Marschroute, würde ich sagen. So, Lukas Hunter und Don Salas vorbei. Wir schauen kurz ins Replay rein. Na, dann war schon passiert anscheinend. Oder Anzeigefehler, eins von beiden. Hier sehen wir auf jeden Fall nichts. Ist erstmal so geblieben. Hunter hier auf der 21, Don Salas auf der 22. Und wir gucken mal bei Bartel rein. Der ist gerade side by side hier mit dem McLaren von Gela. Aber auf der Außenseite hat es noch nicht ganz gereicht. Der Reifenstapel steht da auch noch tatsächlich. Erstaunlich. Hätte gedacht, dass der inzwischen schon weg ist. Ja, also der Lexus ist jetzt hier noch nicht vorbeigekommen. Wir springen weiter zu Peter Meyer wieder. Der hängt hier am Porsche von Krehle und lang hinten. Der verliert da gerade einiges an Position, ist auch etwas langsam. Hat er da vielleicht den Curb zu viel mitgenommen? Na, haben jetzt nicht ganz gesehen, was passiert ist. Ist hier aber sehr, sehr langsam unterwegs. 1, 2 Autos gehen vorbei. Utzer jetzt mit der gelben Flagge. Mal gucken, ob ich das jetzt noch eingefangen bekomme. Ist noch das Replay? Nee, jetzt können wir ins Replay nochmal gehen. Utzer hier wurde gerade ordentlich gejagt. Da sind, glaube ich, auch einige vorbeigegangen. Mal schauen. Doppel rechts. Ah, wahrscheinlich zu weit rausgekommen. Das geht ja ganz, ganz zügig. Zumindest kann er hier die Wand vermeiden. Aber wir sehen da rechts, eine ganze Handvoll geht vorbei. Und da kommen schon die nächsten. Da sind Kaufmann und Pielberg nämlich auf der 23-24. Ja, schade für ihn. Er hat zwar 4 Positionen gewonnen insgesamt momentan, aber wir haben es gesehen, eben wieder 5 oder so verloren. Also der war eigentlich richtig gut nach vorne gekommen, in die Top 20 mal locker. Und jetzt hier mit 3 Sekunden Rückstand auf der 22 unterwegs und Pierre Meyer vorne etwas langsam Hussfeld vorbeigerückt. Oh, da gab es bestimmt den Angriff hier in der Schikane etwa. Ah ne, Pierre Meyer, da verliert er ein bisschen das Auto oder muss da ausweichen, bin ich ganz sicher. Aber das Ganze hat Hussfeld ausnutzen können. Ist jetzt hier auf der 3. Position und wir sehen die Monkey Town Porsche. Und Pierre Meyer verliert hier schon wieder das Auto oder gab es eine Kollision? Wir schauen mal kurz die nächste Schikane. Ein bisschen, nicht ganz getroffen. Dann rutscht er da links weg mit dem Reifen. Oh, super, super schade. Also momentan sieht es nicht danach aus, dass er den Abstand nach vorne in der Gesamtwertung verkürzen kann. Gegenüber Hillegeist schon noch. Der ist ja auf der 17 unterwegs. Aber Hussfeld vorne, der ist gerade auch richtig heiß, würde ich sagen. Der schneidet sich hier, wie das heißt, mit der, besser durch die Butter durchs Feld. 2 Positionen gewonnen und er hängt schon wieder am nächsten Teamkollegen dran. Ja, also die 3 Monkey Town Porsche, wie gesagt, auf den ersten 3 Positionen, haben hier alles im Griff. Auch für die Teamwertung, sage ich mal, ist das natürlich sehr, sehr komfortabel, was wir hier gerade sehen.
So, während Peter Meyer, jetzt am Porsche von Kehling vorbeigezogen ist, schauen wir mal hier. Kurve 1 war das nämlich. Ja, war schon in der Brandbremszone daneben. Porsche versucht auch gar nicht außen gegenzuhalten, wirklich. Ordnet sich hier hinter dem Honda auf der 6. Position ein. Also Peter Meyer auch gut nach vorne gekommen. 4 Positionen. Wir gucken uns Position Deltas mal wieder an und da sehen wir, ja, ganz, ganz viele grüne hinterlegte Zahlen. Hillegeist natürlich, wie gesagt, durch die DT auf die 17 zurückgefallen. Pierre Meyer haben wir eben gesehen mit den 2 Fehlern 6 Positionen verloren. Sonst haben wir hier bis Position 23 gerade doch relativ glückliche Fahrer und Fahrerinnen, würde ich mal sagen. Ein AMG weg, Pielberg, Alisch haben da ganz, ganz viele Positionen verloren. So, wo gehen wir hin? Gehen wir zu Hillegeist nochmal rüber. Der hängt hier am Herrn Fischer dran. Durch die Schikane, aber Fischer kriegt sie nicht ganz optimal. Mal gucken, ob der BMW da rechts daneben kann. Kann den Schwung wahrscheinlich nicht so ganz mitnehmen. Jetzt muss der Porsche mal gucken, ob er da dicht machen muss auf der Innenseite. Ah, ich weiß, ob Hillegeist hier eingreift. Er zeigt sich kurz. Bremst er sich rein? Nee, sieht nochmal zurück. Aber der Porsche, der hat sich da vielleicht verleiten lassen. Musste dann doch geradeaus gehen. Und ja, bleibt jetzt hier vor dem BMW. Aber Hillegeist kann vielleicht ein bisschen mehr Schwung mit rausnehmen. Jetzt hier auf der Innenseite. Ja. Oh, hier gibt es leichte Berührung. Hillegeist geht hier aufs Gras. Hoffentlich verliert das Auto nicht. Utz da hinten auch mit einer gelben Flagge. Aber der Porsche hier komplett übers Gras. Er wird hier gerade ausschießen, komplett in die Wand rein. Eieieiei. Was ist denn da passiert? Gucken wir mal onboard kurz. Huch, da ging es ja nur geradeaus. Da hat er den Linksknick irgendwie mal ein bisschen vermalodeit hier. Ja, und da auch da gehen natürlich wieder einige Autos vorbei. Dann Daniela unter anderem, Don Salas, Lucas Santa, Marcel Lang und Hillegeist natürlich auch vorbeigekommen. Also, nach der DT hat er jetzt schon mal wieder eine Handvoll an Positionen gewinnen können. Hussfeld immer noch am Teamkollegen hier dran. Wir gucken mal bei Pierre Meyer rein. Ja, der leider 6 Positionen verloren. Aber die schnellste Runde ist immer in 1 Punkt. Ist schon mal was wert. Aber hat jetzt natürlich keine freie Fahrt. Hängt hier schon wieder hinter so einem Porsche. Er kriegt da noch Albträume heute von. Weißt du gar nicht, wer ist hier. Gehen wir ein bisschen weiter. Kurt Hassel ist nämlich einer von dieser Gang. Ist am Corbin Behnke dran. Dann ist hier Gela. Ja, immer noch vor dem Lexus, aber hinter dem Chris Soske auch Monkeytown Racing. Also ihr seht, wir kommen am Monkeytown heute nicht vorbei. Lucas Hunter haben wir Marcel Lang dran. Und dann Markus Pielberg hier, dahinter noch am Aston Martin von André Kaufmann. So, irgendeiner ist schon wieder vom Server gegangen. Wir sind noch 26 Autos. Ah, Witzmann dürfte das gewesen sein. Ja, müsste Witzmann gewesen sein. Der ist ja in die Box reingefahren. Und Kehling verliert hier gerade auch einiges an Positionen. Finke und Pierre Meyer gehen hier vorbei. Schauen wir mal kurz ins Replay rein, was da passiert ist. Na, da war schon langsam. Wahrscheinlich war irgendwas an der Schikane. Aber einmal zu langsam und zack, gehen da 1-2 Autos vorbei. So schnell kann das gehen. Ist jetzt hier erstmal wieder auf der 9 unterwegs. Ja, Feld ist schon ein bisschen auseinandergerupft. Wir können das ja an den Abständen im Tower sehen. Wir sehen das auf der Streckenkarte direkt vor Kurt Hassel. Staut sich gerade so ein bisschen, sehen wir hier jetzt schön im Bild. Aber klar, einige Ausritte. Der eine Unfallgröße, den wir gesehen haben. Eine DT haben wir gesehen. Fischer, der hat ja auch noch eine 10-Sekunden-Strafe auf der 21. Da können auch nochmal 1, 2, 3 Autos profitieren eventuell. So, Gründel sehen wir da ganz oben. Der ist erster, Müller-Hussfeld. Ja, weiß ich nicht. Was macht man jetzt hier? Lässt man Hussfeld vielleicht unauffällig vorbei, sage ich mal, für die Fahrerwertung. Weiß gar nicht, Daniel Müller, wo war der jetzt noch in der Gesamtwertung? Ja, Achter. Ja, auch nicht, auch ganz gut platziert eigentlich. Also ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich die Position nicht einfach hergeben. Aber wie gesagt, für die Teamwertung sehr, sehr gut. Oh, Zoske verliert hier auch gerade ein bisschen was. Schauen wir mal zurück. Hier noch ohne bedrängt zu werden. Ja, auch hier rutscht er gerne das Auto mal weg, wenn man zu früh auf dem Gas ist. Aber ich denke mal, dass er hier in der Schikane irgendwas nicht ganz hinbekommen hat. Ah, da ein bisschen ausgehebelt, aber der zweite Körper war es dann. Da geht es dann geradeaus in die Wiese. Und Gela sehen wir da oben, den McLaren und Bartel. Der Lexus jetzt doch hier vorbeigekommen. Das heißt doch vorbeigekommen, der ist vorbeigekommen. Wollte eigentlich an McLaren vorbeiziehen. Und Finke jetzt hier gegen Pierre Meyer. Pierre Meyer holt sich den Finke vor der letzten Kurve. Schönes Überholmanöver. Platz 7. Also nochmal so ein paar Pünktchen mehr jetzt im Moment. Aber wer weiß, ob der Porsche jetzt hier nochmal angreift. Nee, geht erstmal hinter den Audi-Piloten und Marcel Lang jetzt hier langsam unterwegs. Ah, wieder die Doppelrechts, die ist manchmal echt tückisch. Wenn du da den Eingang nicht kriegst, dann war es das erstmal. Ah, wir sehen auch hier wieder einige Autos vorbeigegangen. Fischer unter anderem, der Porsche.
So, ich bin gespannt, was hier vorne passiert, wie die sich hier einig werden. Ja, Husfeld so viel schneller ist, weiß ich nicht. Der fährt ja da recht hinterher, kann man jetzt schlecht sagen. Aber Pielberg und Lang jetzt hier Side-by-Side Richtung, ja, T2, T3, je nachdem, wie man es rechnet. Aber ich glaube, Lang kann sich jetzt hier die Position von Pielberg holen. Und da gab es ein Überholmanöver bei Hillegeist und Zoske. Zoske jetzt hier, oh oh, gab es Side-by-Side-Action in der Linkskurve. Ja, da hat aber Hillegeist nicht direkt was mit zu tun. Hat natürlich den Audi gezwungen, auf der Außenseite zu fahren. Und da rutscht so schnell weg, wie wir hier sehen. Zum Glück ohne Berührung. Huch, Daniela kommt da auch nochmal von der Strecke ab. Beziehungsweise jetzt wieder auf die Strecke drauf. Und damit, ja, ist der Porsche von Fischer. Oh, Fischer, der hoppelt da komplett über den Curb und trifft hier Dani fast. Oder hat sie getroffen, wenn wir das uns nochmal anschauen. Ja, da war vielleicht zu spät auf der Bremse. Hat nicht mehr ganz gereicht. Ja, da wollte er auf der Innenseite ausweichen, aber... Ja, jetzt geht's hier schon wieder geradeaus, diesmal in die Wand. Zack, da springt die Motorhaube auf. Und damit kann er jetzt ja schon direkt in die Box reinfahren, seinen Boxenstopp absolvieren. Ja, und damit die letzte Dreiviertelstunde weiterfahren. Ja, hoffen wir mal, dass Daniela sich nicht allzu viel Schaden dabei geholt hat. War eher seitlich jetzt die Berührung. Macht sich vielleicht nicht ganz so bemerkbar. Im Aston vielleicht noch ein bisschen weniger. Ja, sie hat aber ein Problem. Wenn wir uns mal da hinten umschauen. Ein Marcel Lang, ein Markus Pielberg, ein André Kaufmann. Die kommen da im Dreierpack an natürlich jetzt. Also die beiden essen. Oh, schöner Drift hier vom BMW von Marcel Lang. Aber die Hinterleute können das nicht ganz ausnutzen hier. Ja, da darf man auch nicht zu früh aufs Gas gehen über den Hügel. Da wird das Heck sehr, sehr schnell sehr leicht. Das ist sehr verführerisch hier. Aber vielleicht hat sie auch Glück und die drei kämpfen hier untereinander. Dann kann sie da wieder wegfahren, während Hillegeist gerade den Bartel überholt hat. Schauen wir da mal kurz rein. Okay, das sah ziemlich easy aus, als wenn Alexis einmal zur Seite gefahren wäre. Könnte ja sein. Ja, gut, Hillegeist ist auch ein Tick schneller als Phil Bartel. Also, doch, ein gutes Stück schneller. Vielleicht hat er deswegen auch hier Platz gemacht. So, gehen wir mal wieder zu Pierre Meyer rüber. Der knabbert hier an Position 6. Vorne hat sich's ganz gut geordnet. Wir sehen es da. Husfeld inzwischen auch vorbeigegangen, haben wir leider nicht mehr gesehen. Gar nicht, aufgefallen hier, aber ist jetzt auf der zweiten Position. Kann ich leider auch nicht mehr zurückschalten, aber damit er auf der 2 macht sich jetzt auf den Weg Richtung Position 1 vielleicht. Und was sehen wir hier? Finke gegen Kreling verloren. Hinten der BMW Max Ohlinger, Binke, Kurt Hassel ist dahinter. Also ein schönes Grüppchen, was wir hier sehen. Um die Top 10 rum. Auch ein schöner Markenmix hier an der Stelle. So, letzte Kurve. Mal gucken, wer da besser rausbeschleunigen kann. Ein paar Quersteher haben wir hier schon gesehen heute. BMW dann Tick weit draußen. Ist aber nicht schlimm. Und der Audi... Der Binke fährt jetzt hier rein, tatsächlich. Der will sich hier raushalten aus der Gruppe, wie es aussieht. Kann funktionieren, wenn er rauskommt und freie Fahrt hat. Vielleicht gewinnt er da auf die Strecke, auf die Distanz ein bisschen was an Zeit. Ja, aber Lukas Finke jetzt, beziehungsweise Kreling direkt hier unter Druck, der Stefan. Ja, da hat Finke auf der Innenseite mal geguckt. Muss aufpassen, der BMW lauert da natürlich. Der ist hier auch schon auf der Innenseite. Jetzt gehen wir hier, ja, am See vorbei, der hier auf der rechten Seite hinter den Bäumen ist übrigens, falls das einer noch nicht gesehen haben sollte. Da links hat man es kurz gesehen. Hier durch diese Linkskurve. Ich glaube, irgendwie so ähnlich heißt die Kurve auch irgendwas mit See. Seaside, glaube ich. Ja, Kreling kann sich hier vorne halten. Mal gucken. Finke, Ohlinger, Hassel. Ja, kleine Lücke jetzt da vorne. Und kurz zu Pierre Meyer. Der hat schon wieder Probleme hier, Ausgang dieser Schikane. Aber ist nicht so schlimm. Hat ein bisschen Luft nach hinten. Aber natürlich der Abstand zum Honda jetzt groß geworden. Oder größer wieder geworden. Da oben sehen wir die schöne Gruppe. Was haben wir hinten noch? Pielberg ist an Daniela dran. Hat sie ja so ein bisschen da absetzen können jetzt von den Hinterleuten. Hatte ja da drei Autos direkt hintereinander, aber hat sie schon ein bisschen aufgelöst. Heißt, sie muss sich jetzt hier erstmal höchstens mit dem 202er Porsche abgeben. Mal gucken. Platz 19 ist hier 9 Positionen nach vorne gekommen. Ja gut, paar sind runter, paar mussten schon frühzeitig in die Box. Wir sehen es links im Tower. Die letzten, ja jetzt 4 Positionen waren bereits drin. Mal gucken, ob sie da ungefähr wieder rauskommt nachher, wo sie gerade fährt. Abstände jetzt nicht super groß nach da hinten. Aber erstmal muss sie sich damit beschäftigen, hier den Porsche hinter sich zu halten. Gucken wir nochmal vielleicht die Runde zu Ende. Dann gehen wir wieder auf 19-11. Und Eve oder Eve Racing, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. So, für diese Runde hat es auf jeden Fall gereicht. Aston gegen Porsche. Damit na, gehen wir auf Pillegeist vielleicht doch mal. Auf die 13, der jetzt hier weiterhin Schadensbegrenzung macht. Eine DT gehabt. Hat 14 Sekunden gedauert, laut meiner Anzeige.
Ja, sonst haben wir aber keine Strafen bis jetzt. Also in-game jedenfalls nicht. 10 Sekunden für Fischer müssten, glaube ich, noch offen sein. Guck nochmal kurz in-game nach. Oh, 5 Sekunden für Don Salas gibt es auch noch auf der 16. Oder habe ich das gerade verwechselt mit Fischer? Oder ist Fischer gar nicht mehr dabei? Achso, ich glaube, der ist gar nicht mehr... Ach doch, da hinten ist er. Ah, der war ja schon in der Box. Also, das hat er schon abgegolten. Jetzt haben wir es. Also, Don Salas hat noch 5 Sekunden offen. Sonst sind alle momentan strafenfrei hier unterwegs. Und wir gehen wieder auf die 10. Position. Auch der BMW hier wieder im Albtraum der Monkey Town Racing Porsche. Ganz vorne sind die unterwegs. Hier in und um die Top 10 auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, punktetechnisch heute können die richtig, richtig gut abgreifen. Racecar Painter, auch danke für deinen Follow. Ah, Husfeld holt vorne auf der 2. Position. 1,8 Sekunden nur. Ich weiß, wie das sagt, seine schnellste Runde 33,3. Gründel vorne auch 33,3. Pierre Meyers schnellste Runde ist ja die absolut schnellste 33,2. Jetzt sehen wir hier Ohlinger reinfahren. So, Hillegeist greift jetzt hier den McLaren an. Das sieht aber auch gar nicht danach aus, als wenn sich da groß gewehrt wird. Also, wird hier so ein bisschen durchgelassen, würde ich vielleicht sagen. Da wird nicht groß gegengehalten, wenn man nicht gegenhalten kann. Sehr, sehr, ja, sportlich, glaube ich, kann man so sagen. Natürlich ein bisschen blöd für Husfeld, wenn Hillegeist hier so ein bisschen zügig nach vorne kommt. Er auf Position 11, also er ist schon mal wieder in den Punkten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel für den Platz 11 gibt. Aber klar, jeder Punkt ist wichtig hier, um Position 1 in der Gesamtwertung möglichst lange aufrechtzuerhalten. So, haben wir hier Kaufmann. Achso, Ohlinger ja in der Box. Marcel Lang, wo will der denn hin? Kurve 2 ist das da, diese Linkskurve. Bisschen zu weit rausgekommen. Ja, auch eine schwierige Kurve, muss man echt wissen, wann man da voll aufs Gas gehen kann. Weil man will den ganzen Sprung hier auf diese Gerade mitnehmen. Oh, es geht schon wieder zu weit raus. Eieiei. Hoffentlich geht es da nicht in die Wand rein. Da gibt es so eine kleine Lücke, durch die er fahren könnte. Ja, nämlich genau hier. Muss natürlich aufpassen, dass da keiner kommt. Aber ja, da oben kommt erst der Kaufmann. Passt alles soweit. So, jetzt hat sich das Feld schon sehr, sehr gut geordnet. Wir sehen es an den Abständen. Nicht mehr so viele direkte Zweikämpfe. Pierre Meyer inzwischen nach seinem Fehler eben wieder an, ja, Peter Meyer dran, an seinem Namensvetter. Zumindest was den Nachnamen angeht. Ja, ich hoffe mal, dass das für Pierre Meyer der letzte Fehler war. 2-3 Mal war jetzt schon neben der Strecke. Weiß nicht, ob er da heute nicht so klarkommt. Vielleicht passen die Reifendrücke auch mal nicht oder keine Ahnung. Aber auf der 7. Position momentan mit der schnellsten Runde, wie gesagt. Fangsim Racing, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Na, gehen wir zu Kurt Hassel vielleicht rüber. Auf der 10. Der ist hier hinter dem Teamkollegen. Lukas Finke nämlich. Da ist noch der nächste Porsche, Stefan Krehling. Der hat so ein bisschen Luft zumindest. Und da hinten kommt der BMW von Hillegeist an. Ja, wir gehen aber doch da vorne, weil Husfeld kommt hier näher und näher. Oh, da geht es auch schon in die erste Überrundung da unten. Oder ich weiß, ob es die erste ist, aber einer der ersten auf jeden Fall. Das könnte vielleicht auch nochmal ein Zünglein an der Waage sein. Das müsste Benedikt Ahlisch sein. Der war da ja auch involviert in diesem Unfall. Der konnte da nicht ausweichen. Ist da mit seinem Teamkollegen noch ein bisschen aneinander gerasselt. Also auch da kein sehr gutes Rennen leider. So, mal gucken auf der Stadt Zielgeraden. Könnte ich mir vorstellen, dass die beiden Porsche vielleicht vorbeigehen. Noch sind sie ein Stückchen weg. Oder spätestens dann auf der nächsten Geraden am See entlang. Ja, guck mal zu Pierre Meyer kurz. 0,4 Sekunden. Die sind nur ein paar Meter dahinter. Pierre Meyer, guck mal, wo er jetzt hier vorbeikommt. Es ist nicht einfach. Vor allem, wenn du selber Fehler machst, wie wir gesehen haben. So, Fischer in der Box. Ich weiß nicht, ob er abgestellt hat. Steht da jetzt schon ein bisschen länger. Der hatte ja eben diesen heftigen Einschlag da in die Wand. Ah, hier wird es noch keinen Angriff geben, oder? Naja, das wäre ja sehr, sehr mutig, wage ich mal. Also Pierre Meyer kann auf jeden Fall mal auf die 6. Position vorrücken. Das sehen wir hier, glaube ich, ganz optisch ganz gut. Auch die Zeiten, da ist er einige Zehntel schneller als der Peter Meyer. Ja, aber ist natürlich sein gutes Recht, das zu verteidigen hier. Und wenn Pierre Meyer nicht vorbeikommt, ist das erstmal nicht sein Problem. Guck mal kurz bei Kaufmann rein. An Marcel Lang dran. Ja, der hat ja eben den Ausflug. Daher der Abstand nach hinten ein bisschen größer geworden. So, Ben Utzer jagt hier Dani Daniela im Aston Martin. Er hat 7 Positionen gewonnen. Daniela mit 9 Positionsgewinnen sehr, sehr gut unterwegs. Kurt Hassel hier. Und wir gucken kurz vorne. Sind hier schon am BMW vorbei? Ja, inzwischen sind sie hier vorbeigerundet. Überrundet. Und damit kann
der Nikusfeld. Ja, mal schauen, ob er hier in Gründel noch vor dem Boxenstopp überholt bekommt. Weiß nicht, wie lange er draußen bleiben wird. Wie gesagt, die meisten gehen ja ungefähr zur Hälfte. Sprich, so in 6, 7, 8 Minuten werden die reinkommen. Und dann gucken wir mal vielleicht auch über den Boxenstopp, ob er da vorbeikommt. Pace-technisch passt auf jeden Fall mal. So, 25 Autos nur noch. Ah, Fischer hat doch abgestellt. Ah, schade. Na, wird ein bisschen kühler, wieder 26 Grad auf der Strecke. Also bei Boxenstopp muss man vielleicht nochmal ein, zwei Klicks draufpacken, dass das auch passt. Oh, wir sehen hier, Husfeld die Kurve nicht ganz so gut bekommen, konnte nicht ganz zum Apex ziehen. Daher der Abstand jetzt hier wieder so ein paar Meter größer geworden und Hassel gegen Finke, glaube ich, nur ein Anzeigefehler. Aber auch ganz, ganz dicht zusammen, die beiden Teamkollegen. Hillegeist wird freuen da hinten, der kommt natürlich umso schneller ran. Und dem ist jede Position wichtig, jeder Punkt ist wichtig, wie gesagt. Denn Husfeld ist da vorne dabei, gut zu punkten, womöglich sogar zu gewinnen. Noch ist er auf der 2, Potenzial für Position 1 hat er auf jeden Fall. So, jetzt gab es hier einen Positionswechsel teamintern. Das war auf jeden Fall mal vorbeigelassen, kann man glaube ich sagen. Damit Hassel jetzt hier auf der 9, sollte dann aber auch wegfahren. Ja, vielleicht gar nicht so dumm. Klar, Zweikampf verwickeln ist ohnehin innerhalb des Teams immer ein bisschen blöd. Aber vor allem auch, wenn da hinten der nächste BMW ankommt. Der führende Kaufmann Lang haben wir jetzt hier ein Überholmanöver. Schauen wir mal kurz, was hier passiert ist. Da ist Kaufmann noch dahinter, der Aston Martin. Ah ja, ein Fehler hier von Lang. Da kann man... Upsala. Bisschen so weit raus. Der Schwung geht natürlich verloren da. Und zack, Aston Martin schafft es hier auf der Stadtzielgeraden vorbeizugehen. Vega, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. So, gucken wir mal kurz vorne. Oh nein, Peter Meyer jetzt hier mit einem Fehler, nehme ich mal an. Pierre Meyer ist ein paar Meter dahinter. Ja, auch hier wieder zu weit rausgekommen. Oh, Pierre Meyer, er trifft ihn noch, aber ja, war jetzt nicht entscheidend, würde ich sagen. Ist, glaube ich, relativ froh, der Pierre, dass er da noch halbwegs vorbeigekommen ist. Hier ist er. Jetzt fährt er direkt in die Box rein. Dürfte nochmal ein bisschen Schaden haben. Aber passt schon irgendwie in den Zeitplan rein, würde ich mal behaupten. 34 Minuten noch. Vielleicht zwei, drei Runden früher reingekommen als geplant. Aber damit kann er sofort reparieren. Verliert jetzt nicht allzu viel Zeit. Dani Daniela, wo ist die denn hin? Die hatte gerade auch eine gelbe Flagge. Ah, hier die Schikane ein bisschen verniesnadelt. Ah, und da versucht er nochmal gegen den McLaren sich da durchzusetzen. Das ist der Ben Utzer. Ja, das Side-by-Side geht jetzt Richtung Doppelrechts. Ah, da gab es die Berührung und da gab es dann die gelbe Flagge wahrscheinlich. Ah, da ging es für sie leider auch ein bisschen in die Wand rein. Also sie hat auch schon so ein bisschen Schaden mitgenommen in dem Rennen. Das heißt, ihr Boxenstopp wird auch nochmal einen Tick länger sein. Aber scheinbar scheint es noch... Oh Gott, doppelt gemoppelt hier. Scheinbar geht's aber noch voran. Auch hier jetzt ein bisschen off-track. Hoffentlich gab es da keinen Cut. Also... Ja, wird dann ein bisschen länger, wie gesagt, dann stehen. Bleibt erstmal draußen. Gehen mal auf Lukas Hunter auf die 13 drauf. Ja, gucken wir mal, was im Mittelfeld so geht nach den Boxenstopps. Pierre Meyer kommt jetzt sogar schon wieder raus. Da ist er auf der 21 natürlich erstmal. Direkt vor Corbin Behnke, der war auch schon drin. Ist also so gesehen ein direkter Positionskampf. Können wir mal gespannt sein, ob die sich da battlen oder ob die vielleicht zusammen ein bisschen weiter nach vorne kommen. Behnke hat ja auch 7 Positionen verloren. Das lief ja auch nicht so wie geplant, sage ich mal. Pierre Meyer jetzt erstmal 18 verloren, aber Kurt Hassel, der kommt hier zu weit raus. Es ist wieder die Doppelrechts, dessen Name ich mir gerade entfällt. Und auch hier wieder zu spät reingelenkt oder zu schnell gewesen am Entry. Oh, da geht es auch noch ein bisschen in die Wand rein. Und Hillegeist, ja, hat wieder eine Position geschenkt bekommen, muss man sagen. Mal gucken, ob er gleich rechts abbiegt. Sieht so aus. Hier geht es also zum Boxenstopp. Hillegeist bleibt erstmal draußen. Ja, nur noch 4 Positionen trennen ihm von seiner Startposition. Also, ersten Stint hat er schon fast wieder, ja, in Anführungsstrichen, kompensieren können, die DT. Klar, ohne DT hätte er wahrscheinlich vorne weiter mitgespielt. So, Lukas Hunter auf der 14 auch reingefahren. Wie gesagt, wir gehen auf die Halbzeit zu. Es wird langsam etwas voller in der Boxengasse. Ja, gucken wir mal bei Behnke und Meyer rein. Audi gegen Audi. Die Wahrscheinlichkeit ist hier heute auch nicht so groß, dass man die beiden Marken im Zweikampf sieht. Weiß gar nicht, was sagen die schnellsten Runden? Ah, Behnke 34,1. Also zumindest jetzt in dem Stint, muss man ja wie gesagt immer sagen. Setzt sich nach jedem Boxenstopp zurück. Pierre Meyer mit einer 33,4. Na, ich könnte mir vorstellen, dass Pierre da wegfahren wird. Pace-technisch jedenfalls. Muss er natürlich auch umsetzen können, so.
So, Hillegeist, 0,3, 0,4 an Finke dran. Teamkollege hatte sich schon verabschiedet hier eben, haben wir gesehen. Der ist jetzt, genau, in die Box reingefahren. Auf der 19 müsste er jetzt sein, ja, der Hassel. So, Hillegeist kann auf jeden Fall nochmal eine Position gewinnen vor seinem Boxenstopp. Je nachdem, ob der Porsche jetzt reinfährt, ob er reinfährt. Aber dann ist er zumindest mal wieder auf der 7. Und dann, ja, wird es deutlich zäher nach vorne hin. Wir sehen die Abstände. Daniel Müller jetzt aber in die Box reingefahren. Philipp Nuark, den wir heute auch noch kaum gesehen haben tatsächlich. Jetzt muss man trotzdem kurz zu Gela weg hinschalten. Der verliert ja auch in der Doppelrechts das Auto. Bartel, der Lexus geht vorbei und der Aston Martin von Don Salas dürfte jetzt auch noch vorbeigehen. Na, da wollte er McLaren zumachen, aber hat gesehen, der ist so viel schneller. Da hätte er ihn wahrscheinlich in die Wand reingedrückt oder hätte, ja, selber da einen Unfall verursacht. Der Lexus geht aber rein, er selber geht rein. So, Nuark, wie gesagt, den hatten wir heute noch gar nicht groß im Bild. Wir hatten halt sehr, sehr viel Zweikampf-Action, Off-Track-Action. Der ist hier relativ sicher auf der 3 im Moment. Wie gesagt, hat gerade die Position geerbt durch die Boxenstopps hier. Hillegeist jetzt auch reingefahren. Hier ist er, hinter dem McLaren. So, Daniel Müller fährt wieder raus. Das war der, der auf der 3. Position, glaube ich, gerade war. Erstmal wieder auf der 11 raus, aber alle vor ihm müssen ja nochmal reinkommen. So, Gründel auf der 1, weiterhin. Teamkollege jagt ihn, dahinter ist ein Audi, das ist keine Position. Weiß gar nicht, wer das ist. Könnte Hunter sein. Ja, Hunter hier auf der 21. Oh, eine DT sehe ich gerade. Wer hat die DT gehabt? Die 123. Das war der Kaufmann. Upp, wo ist er? Da. Der hatte gerade eine DT, jetzt ist er reingekommen zum regulären Boxenstopp. Dani Daniela ist auch reingefahren, pünktlich zur Hälfte. Wir gehen auf Corbin Behnke, der jetzt doch an Pierre Meyer wieder deutlich näher dran ist. Also eben war der Abstand schon mal fast eine Sekunde, glaube ich. Jetzt sehen wir hier, ja, unter einer halben zum Teil. 19-18 haben wir auch nochmal einen schönen Zweikampf. Gela Hunter, die kam ja auch gerade relativ frisch aus der Box, glaube ich. Ja, aber geht viele Autos, die etwas länger stehen mussten als normal. Also gab schon den einen oder anderen Blechschaden, sage ich mal. Die eine oder andere Delle, die nochmal ein bisschen ausgebessert werden musste. 25 Autos nur noch, sehe ich. Mann, Mann, Mann. Also fast eine Handvoll Autos verloren hier. Eine recht hohe Quote. So, Peter Mayer. Achso, Kreling in der Box. Also, zwei DTs hatten wir. Ich weiß nicht, stehen noch Zeitstrafen aus. 5 Sekunden Gonzalez hatte ich schon erwähnt. Aber sonst momentan keine Strafen, die abgesessen werden müssen. Ja, werden immer mehr, die hier den Boxenstopp absolviert haben. Kreling Zoske sehen wir hier 10-11 jetzt im Moment. Damit fehlen noch die ersten 8 Autos. Hier wird der Lexus überrundet, der hier mal schön Curb mitnimmt. Der versucht sich da ganz, ganz dünne zu machen. Lexus da auf der 17. Ja, Hunter direkt dahinter der Audi und dahinter Oliver Gela, der McLaren. Oh, der Lexus auch hier wieder etwas weit raus. Man muss echt aufpassen. Aber klar, der hat 2 Autos da halbwegs im Genick. Und muss ja hier auch noch die beiden Porsche vorbeilassen. Bin mal gespannt, wann die reinkommen. Diese Runde jedenfalls nicht. Die bleiben noch so ein bisschen draußen. Jetzt hat es hier kurz gelbe Flagge gegeben. Kreling, Ohlinger. Ja, Porsche gegen BMW. Side by side jetzt, aber BMW geht wieder dahinter. Kürtasse sehen wir dahinter wiederum. Ah, ich wollte kurz zu Utzer gehen. Ah, der jagt an die Daniela hier. Mal wieder, also der Aston hier nach dem Boxenstopp vor dem McLaren momentan auf der 21. Mal gucken, wie weit es noch nach vorne geht. Zoske vorne wird gerade von Bartel überholt. Oder Zeigefehler. Wir gucken mal 10 Sekunden zurück. Ganz, ganz viel Verkehr hier. Ja, ich glaube, der war schon davor, oder? Nee, Quatsch. Zoske müsste gar Hunter vorbeigegangen sein. Oder aus der Box raus, ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall gerade richtig was los hier im Mittelfeld. Wir sehen es hier. Und vorne gab es jetzt den Überholvorgang aus der Schikane raus zur nächsten Schikane. Also Hustfeld jetzt hier nach 33 Minuten ungefähr auf der ersten Position. Und jetzt bin ich gespannt, wie lange er draußen bleibt. Versucht er ein bisschen Abstand rauszufahren? Oder fährt er rein? Und wann fährt Gründel rein? Und vor allem, kann er hier wegfahren von Gründel? Ist er schneller oder nicht? Jetzt kann er es auf jeden Fall mal zeigen. Denn jetzt hat er auf jeden Fall mal freie Fahrt. So, Pierre Meyer, also Schneider kommt raus. Pierre Meyer kann sich da noch vorbeidrücken. Wo ist Peter Meyer eigentlich? Ah ja, der muss noch in die Box, wollte gerade sagen. Den hatte er ja wohin noch gejagt. Müssen wir so ein bisschen gedulden, bis wir da was sehen.
So, Nick Kussfeld aber auch direkt reingefahren. Also jetzt Gründel doch wieder auf der 1. So, Zoske Hunter, schauen wir mal kurz, ob es das Überholmanöver gab. Nee, gab's nicht. Anzeigefehler wie immer hier auf der Startzielgeraden. Aber Hunter ist direkt dran. Den sehen wir da, den Audi mit dem orangenen, ja, der da gerade off-track kam. Orangene, graue Audi. Ah, Gehler, der lauert dahinter auch noch. So, schauen wir mal. Gründel noch draußen, Finke noch draußen. Peter Meyer kommt jetzt rein. Jawohl. Schauen wir mal, ob er davor oder hinter Pierre Meyer rauskommt. Don Salas kommt rein und Pielberg. Schauen wir mal. Der bleibt weiterhin draußen. Also die Monkey Town Racing. Autos bleiben doch sehr lange draußen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, Kreling. Mal hier ein bisschen off-track. Schauen wir mal. Na, da war der Curb. Da war er wieder. Ah, da geht auch noch in die Wand rein. Und der war ja schon in der Box. Das heißt, er muss jetzt hier womöglich mit Schaden zu Ende fahren. Und beim Porsche, ja, je nachdem, macht es bemerkbar. Ist eher seitlich. Vielleicht nicht ganz so wild. Wie gesagt, hinten am Heck wäre es schlimm. Dann wird es etwas ungemütlich mit dem Porsche-Fabrikat hier. Ah, sehen wir es auch. Der kommt da ein bisschen quer. Mal gucken, ob er reinfährt, ob er weiterfährt erstmal. Ja, bleibt erstmal auf der Strecke. So, Hillegeist an Behnke dran. Behnke war doch... Achso, war in der Box inzwischen, ja. So, Gründel kommt vorne rein. Also haben wir bald alle durch hier. Peter Meyer müsste jetzt wieder rauskommen. Mal gucken, wo er rauskommt. Auf der 17 gerade. Guck mal, ob Lukas Hunter noch vorbeirutscht. Muss er ziemlich lange gestanden haben, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, der war ja vorhin noch mit Pierre Meyer, der auf der 7 unterwegs ist, am Gange. Aber da trennen die beiden jetzt noch einige Positionen. Peter Meyer hier mit der gelben Flagge gleich mal. Boxenausfahrt. Ja, natürlich noch kalte Reifen. Rutscht hier so ein bisschen weg. Oh, da kriegt er von hinten von Lukas Hunter einen mit. Der dreht ihn da fast gerade. Ja, das ist natürlich ganz, ganz blöd, wenn vor dir sich einer wegdreht. Dann weißt du nicht, kriegt er nochmal einen Gegenpendler. Rutscht er dann in dem Fall nach rechts weg. Oder, ja, rutscht er einfach nur und dann dreht er sich nach links ein. Ja, damit hat Lukas Hunter wahrscheinlich auch so ein bisschen Schaden. Ja, können wir so ein bisschen erahnen vorne. Ah, sehr, sehr schade. Aber da konnte man nichts machen. War ein bisschen Pech, würde ich mal sagen. So, Lang kommt rein. Warum kommt er rein? Der hat eine DT, deswegen kommt er rein. Ja, gut. Ändert jetzt auch nichts. Ist ohnehin ganz hinten. Damit können wir ein bisschen nach vorne gehen. Ja, wir sehen Hussfeld jetzt doch wieder hinter Gründel. Boxenstopp bereinigt. Also wieder alte Reihenfolge hergestellt. Obwohl die Boxenstoppzeiten doch sehr, sehr ähnlich sind. Aber vielleicht ein bisschen da Verkehr gehabt in den In- und Out-Laps. Also damit muss Hussfeld jetzt auf jeden Fall auf der Strecke vorbeikommen. Bin mal gespannt, ob Gründel sich da... Ja, vielleicht auf einen kleinen Deal einlässt, weiß ich nicht. Aber momentan sah es ja nicht so da aus, dass er da einfach mal zur Seite fährt. Bei den anderen beiden Teamkollegen hatten wir es ja im Mittelfeld gesehen. Zwischen den beiden. War es zwischen den beiden hier? Bin gar nicht mehr ganz sicher. So, Hillegeist. Oh, Behnke da auf der Innenseite. Aber na, ist auch schon vorbei, der BMW. Hillegeist auf der 9. Also in die Top 10 ging es schon mal wieder rein. Autos nur noch. Mann, 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 das schmilzt ja schneller weg als der Schnee immer. Weil wir dann mal Schnee bekommen sollten. Hier ist noch nicht so richtig geschneit. Mal gucken. So, Ben Utzer, wir gucken mal ein bisschen ins hintere Feld rein auf der 22. Jagt hier Dani Daniela immer noch, die auf der 21 ist. Er selber hat 4 Positionen gewonnen. Dani hat 6 gewonnen. Also, ja, viel weiter nach hinten geht es ja inzwischen auch nicht mehr durch die ganzen Ausfälle. Aber wie gesagt, die ersten Punkte scheinbar auch in diesem Rennen etwas schwierig. Noch haben wir 23 Minuten und da kann auch einiges passieren. Jetzt muss ich erstmal hoffen, dass der McLaren da nicht hinten drauf ditcht. Der macht da auf jeden Fall mal ordentlich Druck hier. Pielberg jetzt reingefahren, damit fehlt nur noch der Lukas Finke auf der ersten Position. Also, ja, doch 2/3 des Rennens gefahren. Der Finke und der Pielberg auch bleiben da doch sehr, sehr lange draußen. Ja, ist natürlich gut. Die Reifen sind natürlich sehr, sehr neu. Das Auto sehr, sehr leicht. Ist ein Vorteil, vielleicht um mal eine schnellste Runde zu holen natürlich. Ein Punkt gibt es ja dafür. Aber auch hier im Zweikampf kannst du wirklich alles an Grip natürlich gebrauchen. Ja, hier sehen wir es auch wieder, der Curb sehr aggressiv da. Zumindest am Ende des Curbs. Ein bisschen drauf fahren kannst du auf jeden Fall. Da hoppelt der Aston Martin ordentlich rüber. So. Haben wir noch eine DT gerade? Guck mal kurz. Die 11. Max Ohlinger, das muss der BMW sein.
Ja, Mosquito Motorsport hatte gerade eine DT, kommt hier direkt vor dem Lexus von Bartel raus. Also jetzt ja auch nochmal ein Zweikampf gerade ergeben. Hillegeist ist jetzt schon wieder am nächsten dran am Honda. Am Audi war ja vorbeigekommen. Da oben kommt er gerade über die Kuppe. Jetzt ist Michael Schneider der Nächste, der hier ja, sich vielleicht warm anziehen muss, sage ich mal. Zumindest mal gucken muss, wie er den BMW hinter sich halten kann. Auch Finkel kommt jetzt rein. Damit geht Gründel gleich wieder offiziell auf die erste Position. Boxenstopps brauchen wir nicht mehr. Und bin mal gespannt, ob Hassel nochmal Ambition auf den Sieg hat. Oder ob er sich denkt, naja, ich glaube, 3 Punkte ist der Unterschied zwischen 1 und 2. Ja, von daher, 3 Punkte ist schon entscheidend oder kann entscheidend sein auf Dauer, ob man die sich holt oder nicht. So, gucken wir mal, Finke steht immer noch. Pierre Meyer dürfte noch vorbeigehen. Schneider, schauen wir mal, ob der vorbeigeht. So, Finke, wo ist er? Ah, steht immer noch. Schneider, Hillegeist, Binke dürften damit vorbeigehen. Kurt Hassel auf der 10, da müsste er ungefähr rauskommen. Das ist ja hier sein Teamkollege, der gerade auf der Stadtzielgeraden ist. Schauen wir mal. Ja, allerdings sehen wir ihn, der dürfte aber vorbeiziehen. Und damit, ja, das ist schon passiert. Ja, aber doch relativ knapp. Kurt Hassel jetzt auf der 9 mit 7 Positionsgewinn. Finke mit 1 Positionsgewinn immerhin in den Top 10 unterwegs. Ja, hier hinten, etwas weiter hinten, haben wir so einen kleinen Train, so mit kleinen Lücken, sage ich mal. Ab Position 13 bis 18 haben wir da unterhalb 2 Sekunden Abstände. Pielberg sehen wir hier, verfolgt von McLaren 0,4 Sekunden. Ist hier auf jeden Fall mal der engste Abstand hier in der Gruppe, aber auch im ganzen Feld tatsächlich aktuell. Also da könnte mal ein bisschen was passieren. Haben 4 Autos, glaube ich, verloren. Daniel Müller, der verliert hier vorne das Auto. Was ist da passiert? Oder gab es da einen Kontakt mit Kaufmann? Ah, mit Kaufmann auf der 24 kollidiert beim Überrunden. Eieiei, das war ein ganz, ganz kleiner Kontakt. Und Pierre Meyer hat davon profitiert. Geht jetzt hier auf die Position 4 mit seinem Audi. Damit schon fast wieder da, wo er vorher war. Eine Position dahinter. So, Alexander Gründel jetzt mit der schnellsten Runde. 33,125 so rum. Ja, Husfeld gleich hinterhergelegt. 33,0. Wir sind hier schon fast wieder bei den Qualifying-Zeiten. Die waren auch alle relativ spät drin. Also 3/4 Zehntel fehlen noch zu den Qualifying-Zeiten. Ja, aber Husfeld schon wieder mit einer schnellsten Runde. Also wie gesagt, er holt sich den einen Punkt ganz gerne mal. Jetzt ist die Frage, holt er sich auch den Sieg? Oder sagt er, Gründel, kannst auch vorne bleiben? Ja, keine Ahnung, im Chat, dass einer weiß. Wie gesagt, Gründel hier in der Gesamtwertung nicht aufgelistet. Weiß nicht, ob der neu ist, ob er auf Split 2 hoch ist. Weil ich habe den hier nicht gefunden. Von daher weiß ich nicht, wo der herkommt gerade. Ah, jetzt ist er. Oh, ich gerade weggeschaltet. Gründel, kaum sage ich das. Oh nein, fällt er hier von der Strecke runter. Oh, da geht's ein bisschen auf den Körper und dann, ja, fängst das Auto nicht mehr ab. Ah, neuer Fahrer, okay, danke. Ja, hatte eigentlich einen ganz guten Einstand oder hat immer noch einen guten Einstand hier. Aber leider einen kleinen Fehler gemacht und Philipp Nuok da hinten. Den haben wir, wie gesagt, schon ewig nicht gesehen. Kommt da jetzt an. Ah, Müller hier auch mit einem Fehler. Achso, das war ja der Fehler. Ach, hab ich gerade verwechselt, sorry. Also Müller hier mit einem Fehler, Gründel immer noch auf der 2. Aber klar, Nuok jetzt hier angekommen. Also mal sehen, Husfeld auf der 1 und auch die schnellste Runde. Ja, damit kann er maximale Punkteausbeute von 31 Punkten heute holen. Hat er in der eigenen Hand. Ja, ich habe gerade die ganzen Porsche da verwechselt, wenn die auch alle gleichzeitig abfliegen. Gar nicht mal so einfach hier. Ja, einfach wird es ja auch für Hillegeist offenbar nicht. Hängt ja jetzt schon eine Weile am Honda dran. Also Schneider auf der 5. Position wehrt sich da mit allem, was er hat. Aber jetzt könnte Hillegeist vielleicht reinhalten. Ja, nee. Doch nicht. Gucken wir kurz auf Hunter. Ah, hier sehen wir auch den McLaren. Auch Hunter selber hier auf den Curb raufgekommen. So, Benedikt Ahlisch kommt gerade rein. Ich prüfe. Nee, ist keine Strafe. So, Kaufmann. Oh, kriegt sein Auto hier wieder unter Kontrolle. Hat er eben diesen Unfall gehabt da mit dem Porsche. So, trinken sollte ich nicht vergessen. Aber schon ein paar Stunden heute gemacht hier. Ja, wo gehen wir hin? Ein, zwei direkte Zweikämpfe haben wir im Mittelfeld. Sehen wir es da, Position 12. Schön aufgereiht hier, nämlich alles vor diesem 33er Audi. Wahrscheinlich auf der Geraden können wir es jetzt ein bisschen besser erblicken. Nämlich das sind hier fast alles Positionen. Und Pielberg und Bartel haben hier gerade getauscht da vorne.
der Porsche am Lexus vorbei auf der Geraden. Ja, das sehen wir auch nicht alle Tage. Aber Lexus hat sich hier offenbar jetzt auch nicht wirklich im Zweikampf begeben, wie es aussah. Ich weiß nicht, der ist auch schlechter rausgekommen aus der Kurve. Haben jetzt nur das Überholmanöver gesehen. Ja, 6. Position hat er aber gewonnen insgesamt. Also auch ein sehr, sehr solides Rennen bis jetzt. Boxenstopps haben wir durch, damit mal wieder die Übersicht der Position Deltas. Ja, das ist nicht mehr ganz so grün da vorne. Also haben doch einige ein bisschen was verloren. Husfeld, Gründel haben getauscht. Noack, Meier, Meier, Schneider jeweils getauscht. Und dann haben wir Daniel Müller mit dem Fehler eben 6 Positionen insgesamt verloren. Und natürlich Benedikt Alisch in der Box stehend. Ich weiß nicht, ob er nochmal rausfährt. Sonst haben wir gleich nur noch 23 Autos hier auf der Strecke. Ja, gucken wir mal, Philipp Noack rauf. Boah, wir sind weit rausgekommen da. Ja, wenn du einmal aufs Gas kommst, das zieht dich da komplett weg. Aber 1,8 Sekunden an Gründel dran. Ich weiß noch, ob er nochmal aufholen kann. Schnellste Runde, doch 18. Unterschied. Also Noack etwas langsamer. Also könnte sein, dass Gründel jetzt hier auch eher wegfährt und sich Position 2, ja, holt. Husfeld, der wird jetzt hier alles dran setzen, möglichst risikoarm sich den Sieg zu holen. Die schnellste Runde hat er ja im Moment. Wie gesagt, 33,005. Fast eine 32er hier im Rennen. Und Telegeist, ja, der hat aber sehr, sehr gut aufgeholt nach seiner DT, die er sehr, sehr früh angetreten oder antreten musste. In den ersten 3 Runden musste er das machen. Und geht vielleicht noch auf die 5. Position. Schneider hier in der Doppelrechts wieder ein bisschen off-track. Mal wieder ein Auto hier. Ja, ich glaube schon das 5. oder so. Aber hat keine große Auswirkung. André Kaufmann auf der 23 ist ein gutes Stück weg. Alisch immer noch in der Box. Fürchte fast, dass der nicht mehr weiterfährt. Der war auch in der Anfangskollision involviert. Ja, verliert er vielleicht nicht ganz so viele Punkte heute. Also die Top 5 sind hier absolut möglich. Viel weiter nach vorne. Ja, in der nächsten Viertelstunde. Wird wahrscheinlich eher schwierig. Denn Pierre Meyer ist ja schon 7 Sekunden weg. Der könnte dann, wie gesagt, wiederum auf Hillegeist in der Gesamtwertung einen Tick aufholen. Wird wahrscheinlich, ja, im Endeffekt nicht so viel Unterschied machen. Die Abstände in der Gesamtwertung sind doch sehr, sehr groß zwischen Platz 1 und Platz 3. Ja, bleiben wir hier drauf oder gehen wir wieder zu Lukas Hunter rüber? Der ist nämlich auch 0,3 Sekunden dran. Daniel Diener wird weiterhin von McLaren gejagt. Der kommt da auch nicht vorbei. Können wir ganz kurz hinschalten hier. Die beiden fahren auch schon sehr, sehr lange hintereinander her. Und hier haben wir den McLaren, verfolgt vom Audi. Lukas Santa 0,3, wie gesagt, dran. Auch schon seit einiger Zeit. Ja, ich weiß, der hatte ja da den Unfall oder den kleinen Schaden. Weiß jetzt nicht, wie sehr sich das auswirkt. So, Müller jetzt auch nochmal ein bisschen unterwegs, auch Schadensbegrenzung. War ja auch schon mal off-track. Und jetzt ist er hier an Corbin Behnke dran. Mal sehen, ob er hier schon angreifen kann in der Schikane. Kommt hier erstmal ganz gut raus. Er wird hier sogar vorbeigelassen. Wir sehen hier den Blinker vom Audi. Ja, gut, ist natürlich nett gemeint. Ist vielleicht nicht im Sinne des Sports, aber gut, muss jeder selber wissen. Also Müller jetzt hier auch eine Position geschenkt bekommen. Auf die 7. Position. Hat jetzt nochmal, ja, 5 Sekunden zu dem Zweikampf, den wir jetzt hier sehen. Und jetzt ist Otzer hinten vorbeigegangen an Dani. Ja, gehen wir hier mal 20 Sekunden zurück. Kurve 1 vielleicht. Schauen wir mal. Oder ist Dani vielleicht so weit rausgekommen? Auch so ein Klassiker. Nee, da hat der McLaren einfach deutlich mehr Schwung mitnehmen können. Hat hier das Ganze ausnutzen können. Geht hier auf die Außenseite. Aber hat inzwischen wieder eine gelbe Flagge. Also da muss danach noch was passiert sein. Ah, hier gehen wir 10 Sekunden zurück. Aber da können wir uns schon fast denken, was passiert ist. Hier sehen wir es im Nachgang. Da wieder zu weit raus. Und ja, damit ist Dani wieder vorbeigegangen. Und das wird ein größeren Abstand als vorher. Jetzt musste er auch noch mal kurz warten hier. Jetzt ist Chris Schneider reingefahren. Was ist hier passiert? Eieiei. Runter und drüber gerade. Soske und Gela. Gela kommt raus und Soske auch, also mehr oder weniger unabhängig voneinander. Und wer freut sich darüber? Der Lukas Hunter müsste das sein. Ja, der ist nämlich jetzt vorbeigegangen auf die 16. Position. Also gerade mal wieder drunter und drüber hier an vielen, vielen Stellen. Ein paar mehr Zweikämpfe haben wir jetzt. Gela, der ja an Daniela dran war, musste Pierre Meyer noch passieren lassen. An dem ist er jetzt wiederum dran. Ja, der hat 8 Positionen verloren. Hauptsächlich durch den Boxenstopp, den verlängerten, würde ich mal behaupten. Der stand nämlich 43 Sekunden. Also wenn wir da so 10 Sekunden runterrechnen. Ja, das sind einige Positionen bei den Abständen, die wir hier sehen. Die sind ja gerade mal so 2 Sekunden maximal.
Also, wir gehen langsam in die Schlussphase rein. 12 Minuten haben wir noch. Es ist hier an vielen Stellen noch relativ eng, vor allem hier um den BMW rum, den wir hier sehen. Aston Martin davor, dahinter ein Porsche, dahinter der Lexus. Da hinten kommt noch der Lucas Hunter mit 2,6 Sekunden Rückstand an. Also schauen wir mal, was hier noch so passiert. Vorne wollte ich gerade sagen, hat nicht viel passiert. Und Müller, glaube ich, schon wieder draußen hier in der Doppelrechts. Er ist also teleportet. Ah, da kam das Heck vom Porsche. Das macht er ja sehr gerne. Ja, schade. Damit, ja, leider Rennen beendet. Wir sehen es hier, jetzt ist er in der Box. Also keine Punkte für ihn. Haben natürlich jetzt einige profitiert, hier eine Position gewonnen. Oh, wir sind nur noch 23 Autos, beziehungsweise Müller hat ja abgestellt. Und Schneider steht auch schon seit 2 Minuten, fährt wahrscheinlich auch nicht mehr weiter unbedingt. Mann, Mann, Mann. Also, wenn wir hier wirklich nur mit einem Drittel des Feldes ins Ziel kommen, das ist schon eine beachtliche Quote im negativen Sinne, muss man, glaube ich, sagen. Aber konzentrieren wir uns mal aufs Positive, nämlich hier vielleicht auf Markus Spielberg, den Teamkollegen. Der ist nämlich nochmal voll unterwegs hier, guckt irgendwie ja am großen BMW vorbei, mehr oder weniger versucht das, geht hier etwas weit. Guck mal kurz in DT von der 123, schon wieder die 123. André Kaufmann schon mit 2 DTs unterwegs gewesen heute. Da sehen wir es links auch hier, 20, 21 Autos sind es noch, die unterwegs sind. So, ich wollte gerade sagen, der Aston Martin gehört da nicht so direkt in die Gruppe. Der wird hier, glaube ich, überrundet. Das dürfte der Kaufmann nämlich sein. Ich glaube, es muss Kito Racing. Nee, RLE Racing, so rum. Ja, wird hier überrundet gerade. Ja, Noah kann vorne nicht mithalten. Hier sehen wir es nochmal, 3, ja, fast 4 Sekunden jetzt zu Gründel. Also Position 3 könnte drin sein, von der 8 gestartet auf die 3. Kannst du auch nicht meckern, Podium. Doch sehr, sehr gut. Sein Teamkollege hier auf der 5. auch wieder gut nach vorne gekommen. Nach seiner DT. Kann auch wieder doch einiges an Punkten mitnehmen. Ja, ich würde sagen, wir gehen aber ins Mittelfeld. Hier und bei Peter Meyer ist auch noch einiges los. Hier sehen wir nämlich Peter Meyer direkt an Chris Soske dran. Und verfolgt von Gela. Gehen wir auch dann Zallas mal drauf auf die Heckansicht. Aber viel zu selten gemacht tatsächlich. Ja, wird weiterhin kühler. Also vielleicht hat der eine oder andere vielleicht einen Tick zu wenig Druck drin, wer weiß. Hat sich da vielleicht ein bisschen vertan. Aber momentan sieht es doch sehr, sehr spannend aus. Vor allem der BMW da vorne jetzt ganz gut mal wieder weiterhin unter Druck vom Porsche. Findet da aber noch keinen Weg, um sich vorbeizubremsen. Der Lexus schaut sich das da an. Wird da, ja, vielleicht hoffen, dass noch mal was passiert. Dass er da noch mal ein bisschen was vom Kuchen abbekommt hier vorne. Ja, Lukas hat auf der 15 der letzte auf einer Position, wo es Punkte gibt. Chris Soske. Der ist da 3 Sekunden dahinter in dieser Dreiergruppe, die wir eben noch kurz gesehen hatten. Aber mal gucken, ob es da noch in die Punkte geht. 9 Minuten ist nur noch Zeit. So, nächster, der sich vom Server verabschiedet hat. Ah, schöne Kurve hier nach innen geneigt. Sieht auch immer sehr, sehr schön aus. Da hat man sehr viel Grip tatsächlich. Wie gesagt, Ausgang muss man ein bisschen aufpassen. Da rutscht das Heck dann doch mal weg. Oh, jetzt kommt hier nicht so gut durch. Der BMW geht jetzt hier wahrscheinlich vorbei. Jawohl, mal gucken, ob der Porsche, ob Piebeck da auch noch vorbeiziehen kann. Sieht erstmal so aus, die Nase hat er daneben. Am Bremszone hoffentlich geht da alles gut. Ja, aber werden sich alle einig gehen hintereinander durch. Ja, Don Zalas leider 2 Positionen damit verloren. Immer noch 9 im Plus. Wir sehen es hier unter mir. Also eben waren es noch 11. Sehr, sehr erfolgreiches Rennen, was das angeht. Ben Utzer schon wieder hier auf Track leicht. Aber nichts Wildes. Damit können wir wieder in die Mittelfeldgruppe gehen. Sieht doch sehr, sehr interessant aus hier gerade. Auch hier natürlich noch. Meyer immer noch hinter Soske und Gela. Ja, die sehen wir dann im Hintergrund übrigens. Die beiden Gruppen sind ja nur 3,6 Sekunden auseinander. Ja, das wäre nochmal cool, wenn da Position 16 nochmal aufschließen kann mit dem kleinen Train. Dann hätten wir hier nochmal eine richtig große Gruppe für die letzten Minuten. Hier vorne was verpasst? Nee. Ah, Soske Meyer. Oh, da kommt Meyer ein bisschen ins Straucheln. Eieiei, fast das Auto verloren. Geht aber nochmal gut. Bleibt aber weiterhin hier im Sandwich zwischen dem Audi und dem McLaren. So, ein paar Meter davor. Ja, da sehen wir es im Hintergrund, die andere Gruppe. Ja, auch noch sehr, sehr interessant. Mal sehen, was da geht. Oh, Piebeck kam dann einen Tick zu Ohlinger kam einen Tick zu weit raus fast. Aber konnte die Karre hier noch auf dem Asphalt halten. Moin, Crolli.
So, fahren wir mal wieder mit vorne. Diesmal nicht beim Aston Martin, der hat ja die beiden Positionen verloren. Jetzt fahren wir beim BMW mit. Der drittbestplatzierte hier. Ja, trocken auf Olten tatsächlich. Sehr gutes Wetter. Aber Ausritter haben wir trotzdem einige gesehen heute. Ja, Lexus ist auch rangekommen. Und auch Lukas Hunter da hinten sehen wir. Den orangenen Audi. Also eine schöne Mittelfeldgruppe hier. Knapp hinter den Top 10. Innerhalb der Top 10 Pierre Meyer nochmal Philipp Noack rangefahren, sehe ich gerade. Eine Sekunde gerade mal weg. Können wir mal ganz kurz hinschalten. Hier sehen wir das. Vielleicht kann Pierre Meyer sich tatsächlich nochmal seine Startposition zurückholen. Also halten wir mal im Auge. Wir gehen wieder in die Mittelfeldgruppe. BWA, danke für den Raid. 22 Zuschauer, herzlich willkommen hier für die letzten paar Minuten. Und jetzt hat es hinten offenbar gekracht. Ah, jetzt hier Peter Meyer und Zoske sind hier vielleicht aneinander. Oh, was ist denn da bei Zoske los gewesen? Weiß nicht, gab es da die Berührung, haben wir nicht genau gesehen. Auf jeden Fall steht er hier quer und geht auf Meyer gehen vorbei. Dann Daniela ist jetzt doch ein Tick so weit weg, die jetzt hier auf der 19. Position unterwegs ist. Na, schade. Ersten Punkte heute auch wahrscheinlich nicht drin. Vier Positionen würden nämlich noch fehlen. Aber immerhin von der 26 auf die 19. Fährt hier zu Ende und allein das hat einiges an Punkten, nicht an Punkten, sondern an Positionen gebracht. Ja, PWA, ich hoffe, euer Rennen war heute auch wieder gut. Oder eure Rennen, habt ihr mehrere Splits. Wir haben auf jeden Fall auch ordentlich Action, wie ihr seht. Leider auch sehr viel Ausfälle. 21 Autos haben wir noch, sind noch unterwegs. Peter Meyer jetzt reingefahren auch auf der 18. Sind hier mit 28 gestartet. Ja, Pierre Meyer vorne an der 3 dran. Und dann haben wir diese schöne Gruppe. Die andere Gruppe im Hintergrund hatte sich ja aufgelöst. Das haben wir ja gerade gesehen da mit Zoske. Gucken mal kurz, ob er eine Strafe hat. So, Müller auf der 22 hat auf jeden Fall 15 Sekunden Strafe, die er dann am Ende des Rennens nochmal drauf bekommt. Ändert jetzt auch nicht viel. Ja, kommen wir kurz zu Pierre Meyer. 5 Minuten hat er noch Zeit. Dann könnte er nochmal aufs Podium gehen. Was ist der Philipp Noack? Wo ist der in der Gesamtwertung? Auf der 11. Ja, also der könnte nochmal ein bisschen nach vorne kommen. Die Abstände da in der Gesamtwertung nicht so groß. 12 Punkte zu Markus Pielberg. Wo ist der denn? Der war doch auch irgendwo da unterwegs. Oder ist er gar nicht mehr dabei? Doch, auf der 12. Ja, da könnte er auf jeden Fall Punkte gut machen auf die nächste Position in der Gesamtwertung. Moin, Molle Maus. Ach ja, du fährst ja auch mit bei PWA. Hast du gewonnen wenigstens? Ich hoffe doch. So, kommen wir kurz bei Pielberg. Apropos, der greift nämlich mal wieder den Porsche, sei schon, den BMW an. Oh, ganz, ganz knapp. Da gab es, glaube ich, einen ganz kleinen Stups und der BMW wird da rausgedrückt, der Ohlinger, und dreht sich jetzt auch noch rein. Oh nein. Und jetzt hat er hier natürlich 3, 4 Positionen verloren. Die ganze Gruppe geht vorbei und sie tritt sich hier weiterhin aus. Der Ohlinger jetzt nur noch auf der 15 unterwegs. Ah, und damit 3 Positionen insgesamt verloren. Eben war er noch im Plus, jetzt leider im Minus. Und jetzt kommt Gehler auch noch auf der Innenseite hier an und schießt hier vorbei. Mal gucken, nicht, dass er überschießt. Ah, dann hat noch eine Position verloren. Ja, schade, also nee, läuft nicht gut für alle heute, aber ist ja meistens so. Also, Pielberg, Gonzalez, Bartel, Hunter sind jetzt noch übrig geblieben von der Gruppe hier. Mal gucken, Pielberg da unten könnte wegfahren vielleicht, hat ja erstmal freie Fahrt. Aber Hunter, der hat nochmal ordentliches Interesse hier am Lexus, würde ich sagen, und am Aston eventuell auch. Pierre Meyer habe ich noch einen Blick auf der 4. Position. Ansonsten, ja, haben wir nicht mehr so viel am Start hier, aber das Rennen ist ja auch schon bald eine Stunde vorbei. Oder, ja, zu Ende gleich. Aber Action hatten wir auf jeden Fall ordentlich. Auch einige Strafen tatsächlich. 1, 2, 3 Strafen von der Reko, denke ich mal. Auch noch aus dem Qualifying aus dem letzten Rennen war noch, glaube ich, was übrig. Aber auch ein paar Ingame-Strafen. So, nochmal einen Schluck trinken hier fürs Finale. Oh, Benutzer hinten schon wieder mit der gelben Flagge, der McLaren, da schalten wir jetzt aber mal nicht hin. Wir schalten zu Pierre Meyer. Machen wir mal ein paar Meter mit hier auf dem Audi. Bestplatzierter Audi heute. Ja, Podium ist doch halbwegs im Porsche-Hand, würde ich mal sagen. Monkey Town Racing technisch auch. Und Husfeld inzwischen auch schon fast 20 Sekunden weg. Also der hätte auch auf Gründel ein bisschen rausfahren können. 5 Sekunden nach dem kleinen Unfall. Der hat auch die schnellste Runde. Der wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr viel tun. Damit wird er 31 Punkte holen. Oh, das wäre mal ja sehr spät auf der Bremse. Ja, da war kein Platz, da war eigentlich keine Lücke. Ist aber nochmal halbwegs gut gegangen. Philipp Noack wurde da mal leicht getroffen. Wir gucken vielleicht nochmal aus der Heckperspektive von Noack.
Ja, der hat sich schon hier innen gehalten. Er hat das schon deutlich gemacht, dass er verteidigt. Ja, da war kein Platz. Ja, Glück gehabt, wie gesagt, dass Philipp Nowak da nicht gedreht wurde. Aber klar, der willst du noch mal aufs Podium gehen. So, Utzer ist da reingefahren, jetzt wieder rausgefahren. Weil er aber repariert hat. Die 23 war nämlich mit der DT drinnen. Das war Ben Utzer. Okay, war eine DT. So, Pierre Meyer, gucken wir. Bartel der Lexus, Hunter auf der 14. Das sind nochmal die spannenden Sachen hier, die wir die letzten, ja, ein, zwei Runden, müsste gleich in die letzte Runde reingehen. Der Führende ist gerade, ja, in der vorletzten Kurve sozusagen. Also eine Runde noch und der Rest von dieser. Und dann gucken wir mal, was sich auf dem Podium tut, was sich nochmal hinter den Top 10 so tut. Gucken wir da doch mal kurz rein. Ja, Pielberg kann sich schon deutlich absetzen, hier 3 Sekunden jetzt von der Gruppe weg. Auch Don Salas, der Aston Martin, gewinnt so ein bisschen Luft, den wir hier. Damit hat sich die Gruppe so, ja, auf den Zweikampf erstmal reduziert, wie es aussieht. Der Lexus nochmal gegen den Audi. So, da hören wir es, da geht es in die letzte Runde für Husfeld. In die Runde 38 ist das jetzt. So, die beiden biegen ab. Also nochmal ein paar Kilometer. Ich weiß gar nicht, wie lang die Strecke ist, aber... Hier geht es auf jeden Fall auf die letzten Kilometer jetzt. Und ja, viele Möglichkeiten hat er nicht mehr. Kann jetzt nur gucken, dass er hier Druck aufbauen kann. Philipp Nowak, der lässt sich da nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen. Wir haben es gesehen. Oh, jetzt ist es so weit rausgekommen. Ja, hoffentlich, dass er sich dann auch mal einen Cut holt. Und vielleicht noch eine DT am Ende. Die muss er dann zwar nicht mehr absitzen, wenn er sich eine holen würde. Aber würde nochmal ja, ein bisschen was draufgeben nachher an Sekunden. Und Tino, danke für deinen Raid. Herzlich willkommen hier. Wir sind gerade in der letzten Runde schon. Also gleich schon am Ende hier. Eine Stunde haben wir hinter uns auf dem Olden Park. Wir haben ja 7 Autos im Prinzip verloren, die nicht ins Ziel gekommen sind. Oder nicht ins Ziel kommen werden. Sehr, sehr schade. Aber die anderen verbleibenden Autos, die haben uns auf jeden Fall einiges an Spaß bereitet. Da bleibt noch einen ganz Moment, kleinen Moment hier auf Pierre Meyer drauf. Oh, der versucht hier, aber Philipp Nowak macht hier dicht. Der lässt da keinen Platz für den Audi. Also nochmal die letzten Meter jetzt hier. Geht's erstmal hintereinander durch die Schikane. Ah, guck kurz nach vorne. Da kommt nämlich Nick Husfeld jetzt. Hat also gewonnen hier mit 4 Positionsgewinn. Mal wieder ein Sieg, mal wieder die schnellste Runde. Macht hier wieder Position bzw. Punkte gut auf Hillegeist in der Gesamtwertung. Gründel wird hier gleich als zweites über die Linie kommen. Wir gehen aber zu Platz 3 und Platz 4. Pierre Meyer rutscht jetzt hier einen Tick weg, würde ich sagen. Also, Philipp Nowak wird jetzt hier die letzte Kurve, denke ich, noch ordentlich bekommen. Da kommt Gründel jetzt über die Ziellinie. Da ist er. Ja, von der R1 gestartet. Position 2, aber trotzdem guter Einstand hier in die Liga. Und Philipp Nowak holt sich hier auch noch das Podium. Pierre Meyer knapp dahinter, hat es nicht mehr geschafft. Was geht hier in der Mittelfeldgruppe? Lukas Hunter hat auch ein bisschen abgeschlagen oben tatsächlich. Weiß nicht, ob da was passiert ist. Lexus jetzt eher hier am Aston Martin nochmal dran. Aber ich denke, da wird auch nicht mehr so viel gehen. So, wer kommt übers Ziel? Hassel jetzt rein. Über die Linie meine ich Finkre rein. Krelin kommt auf der 10 rein. 3 verloren an Position. Pielberg auch 2 Positionen verloren. Don Salas mit 10 Positionsgewinn. Ja, sollte auch dabei bleiben, hoffe ich mal. Für ihn einmal noch rechts rum. Jawohl, das sieht gut aus. Ich glaube, der Lexus wird dann nicht mehr vorbeiziehen. Startziel kommt dann ja doch relativ zügig. Nämlich hier, wo die Kamera auch steht. Und damit haben wir Don Salas auf der 12. Bartel, der Lexus auf der 13. Hunter mit 10 Positionsgewinn. Auch ein gutes Rennen auf der 14. Gela, ja, 5 Positionsgewinn immer noch. Auch sehr gut. Ohlinger, ja, leider da eben, glaube, wurde er berührt. Aber nicht ganz gesehen. Daher was verloren. Soska auf der 17, aus der Startposition geblieben. Dani Daniela auf der 18. Utzer 19, Kaufmann 20. Peter Meyer auf der 21 nur noch. Und Daniel Müller in der Box auf der 22. Und dann noch 6 weitere Fahrzeuge, die aber schon runter sind. Und damit gehen wir gleich ins Studio rüber. So, ein paar Bilder hier. Zack. Ja, was für ein Rennen. Ende wurde es auch nochmal richtig, richtig spannend. Startphase lief an sich gut, die ersten Kurven zumindest. Aber dann haben wir ja gesehen, die lange Linkskurve nach der ersten Geraden. Da gab es dann einen kleinen, ja, Quersteher und dann konnten die Leute nicht so ganz ausweichen. Ist auch super schwierig da in dieser schnellen Kurve. Da kannst du nicht vom Gas gehen groß, beziehungsweise auf die Bremse, dann drehst du dich so weg. Also ging es da leider ja eher in die Fahrzeuge der Kollegen rein.
Ja, aber ansonsten halbwegs gut gelaufen alles. Ein, zwei Berührungen hatten wir, viele Ausritte in der Doppelrechts vor allem. Und ja, ein paar Strafen. Aber schöne Gruppe am Ende nochmal. War ein sehr, sehr schönes 11. Rennen, würde ich sagen, zum Zuschauen zumindest. Und da ist Dani auch nochmal, heute auch wieder keine Punkte gehabt, aber ich glaube, 8 Positionen hast du gewonnen. Also so gesehen war es so ein erfolgreiches Rennen. Ja, manche haben leider verloren, einige leider auch vom Server gegangen. Bisschen schade, sind da nicht so viele ins Ziel gefahren. Ja, so sieht's aus. Nächste Woche, wie gesagt, am 12. ist das dann, sind wir auf Misano. 90 Minuten haben wir dann. Mal gucken, ob da noch ein paar mehr mitfahren. Und dann hoffentlich auch mehr ins Ziel fahren. Ich schaue mal, wohin wir weiter raiden können. Gucken wir mal ein bisschen durch hier. Ah, da waren wir schon. Gucken wir mal, was hier noch so los ist. Hier ist auch noch ein bisschen was los. Gehen wir zum Jochi rüber, da waren wir auch schon länger nicht mehr. Zack, zack, zack. Starten schon mal den Raid. Ja, wunderbar. Ja, danke für eure Raids, Tino und PWA. Danke fürs Zuschauen, danke für die Follows. Schön, dass ihr dabei seid. Denke, hat sich mal wieder gelohnt. War wieder ein sehr, sehr schöner Abend. Vorhin haben wir R-Faktor uns angeschaut, 2 Rennen. Jetzt haben wir uns nochmal Race League Esports angeschaut. Ja, morgen dann geht's weiter. LFM Daily stehen dann wieder an. Bin mir nicht ganz schlüssig, ob wir wieder R-Faktor machen oder dann ACC. Schauen wir mal. Haben wir Nürburgring, Hungaroring am Start. GT4 sind, glaube ich, Suzuka dran. Denke ich mal, dass wir das machen. Ganz coole Strecken eigentlich. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, was haben wir heute? Montag, ne? Ja, Montagabend. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann morgen. Ab 19 Uhr wäre es dann ungefähr. Und wenn ihr mögt, schaut rein. Wünsche euch einen schönen Abend. Und dann bis dann. Ciao, ciao.